meiner Jacke. Aber komm raus mit dem Blödsinn. Ach, die Musik, die mir schon mal total bekloppt. Ja, was ist das denn? Was ist denn? Ja, da steht der Kaffee ja immer noch auf dem Tisch. Als er ist in ein Sortier hier in dem Haushalt bei dem Herrn Schwalbe gewohnt. Schon den ganzen Tag nichts wie er ja. Ach, Liebste, weiß ich doch nicht auf. Schade doch nur deiner Fio. Meinst du? Ja, ja, komm hier mal, lieber Küsschen. Liebchen? Ja? Du, wenn das der Alte sieht, der bläst, das ist ja auch wieder ein Luftballon. Na und? Der soll sich von mir auf aufblasen, bis er platzt. Dann nehmen wir doch jetzt keinen Rücksicht mehr drauf. Du, der wird sich überhaupt wundern, wenn der fährt aber zwei Zettelkasse vom Standesamt hängen. Da fliehen wir sowieso raus. Das glaube ich auch. Liebchen? Ja? Das hat hier klingelt. Ich habe es gehört. Liebchen? Ja. Es hat schon wieder geklingelt. Ich habe es schon wieder gehört. Liebchen? Ja. Jetzt hat es aber stürmisch geklingelt, was? Ich habe es stürmisch gehört. Oh Mann, komm, lass auf der Quatsch. Oh, wieso? Musst du ja halt eine aufmachen. Ja, ja. Wie soll ich das vielleicht sein? Nee, nee, ach Liebchen, ich gehe doch schon. Riech dich doch nicht auf, mein kleines Leckerchen, du. Bolles Weib. Nur nicht einmal seine Mäulenzeitung kann man in Ruhe lesen. Moin, Herr Ellermann. Moin, Fräulein Ellermann. Morgen, Anna. Ja, kommen Sie rein. Danke. Aber tut mir leid, der Herr Schwalbe hat mir befohlen, ich soll keine Menschen vorlassen. Er will niemanden sehen. Na, für seinen Kompagnon wird er doch wohl zu sprechen sein, was? Ja, ja. Nee, für Sie gerade nicht. Ah, Sie da, Karl. Guten Morgen. Moin, Herr Ellermann. Guten Morgen. Moin, Fräulein Ellermann. Der Herr Schwalbe hat ausdrücklich gesagt, er will von der Fabrik nichts mehr sehen und nichts mehr hören. Hat die gesagt, nicht, Anerkind? Ja, das hat die gesagt. Kannst du dir das erklären? Was mag in unseren guten Schwalben gefahren sein? Kauft sich ein neues Haus, verkriecht sich drin und ist für keinen mehr zu sprechen. Und ich hab den Ärger mit der Fabrik alleine mal. Vielleicht ist der krank, Papa. Ah. Krank? Ach was, der ist quietschvergnügt. Wissen Sie was? Ich bin jetzt seit 2 Jahren bei Herrn Schwalbe in Dienst. Aber so vergnügt wie jetzt habe ich den noch nie gesehen. Früher, da musste das Frühstück um Punkt 7 auf dem Tisch stehen. Und sie haben drauf. Na und jetzt? Ne. War ein 11 Uhr und er hat sich immer noch nicht blicken lassen. So, so. Das ist mir unverständlich. Karl, gestatten Sie, dass ich mich da hinsetze, ja? Ach, entschuldigen Sie, Ellermann, ich habe gedacht, Sie säßen schon. Ja. Danke. Nein, Donnerstag ist er nicht mehr in der Fabrik gewesen. Ach, richtig, Donnerstag. Ja, Donnerstag ist der Herr Schwalbe wütend nach Hause gekommen und hat gesagt, jetzt hat sie schnappt. Soll der Ellermann platzen, wenn er Lust hat? Hat die gesagt, ne? Ja, das hat sie gesagt. Ich habe aber keine Lust zu platzen, ich denke gar nicht daran. Schwalbe hatte Schwierigkeiten mit dem Betriebsrat. Die Angestellten reden jetzt in alles mit hinein. Ja, was dann? Das ist doch unser gutes Recht. Ja. Wir lassen uns nicht länger mit Füßen treten. Die Zeiten sind vorbei. Aber Anna, Sie sind doch bei Herrn Schwalbe nie mit Füßen getreten worden. Ja, Anna, seit wann hat man Sie denn mit Füßen getreten? Sie haben es bei Herrn Schwalbe doch bestimmt immer sehr gut gehabt, ne? Ja, das habe ich bisher auch immer geglaubt. Aber gestern Abend, da waren wir 2 auf einer Versammlung. Warum? Und da haben sie uns mal darüber aufgeklärt, was wir für ein menschenunwürdiges Dasein führen. Sehr richtig. Jawohl. Ja, Herr Ellermann. Ja. Da. Nein, 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 lassen Sie das. Entschuldigen Sie, Herr Ellermann. Hier, ja. Hier steht es schwarz auf weiß. Ja. Menschenunwürdiges Dasein, weiße Sklaven, Menschenwürde. Menschenwürde. Würde, Herr Ellermann. Ja. Ja, Karl, dann haben Sie bitte die außerordentliche Liebenswürdigkeit, Herrn Schwalbe zu melden, dass wir da sind. Das heißt, falls es nicht gegen Ihre Menschenwürde verstößt. Sehen Sie, Herr Ellermann. Dieser Ton klingt in meinen Ohren wie Musik. Ja, ne? Der wollen wir mal ruhig beibehalten. Ja, ne? Den behalten wir bei. So, und jetzt hole ich ihn, Herr Schwalbe. Der ist nämlich im Yachten. Karl? Herr Ellermann? Aber machen Sie vorher die Zigarre aus, ja, sonst schließt Herr Schwalbe die Kiste weg. Zigarre ausmachen. Noch nicht einmal sein Mäulenzigarre kann man rauchen. Und ich kann der Kaffee jetzt ein 3. Mal abwärmen. Doch, was? Was heißt hier abwärmen? Jetzt schütte ihn fort. Sklaverei. Armes, misshandeltes Kind. Die haben es ja aber tüchtig gesagt, Papa. Ja, ich habe es gehört. Der gute Schwalbe hat bei den beiden bestimmt nichts zu lachen. Bestimmt. So, aber ich bleibe jetzt hier sitzen, bis er erscheint und wenn was es bis morgen dauert. Ihr Mattes ist da. Hallo, Mattes. Das ist schön, siehst du, das ist nett, dass du da bist. Ich habe mich immer gewundert, warum kommt der Mattes dich nicht besuchen? Ja, ich hatte in der Fabrik zu tun. Oh, da tun wir weiter, ja. Lenchen, Kind, lecker sieht sie aus. Die wird jeden Tag schöner.
Wie kommst du nur an so eine schöne Tochter? Na, bei dem Vater. Ja, eben darum. Papa, Papa, lass dich nicht ärgern. Du warst doch auch mal ein sehr schöner Mann. Ich war, ich bin es. Jesus noch. Und wer ausharrt, wird gekrönt. Lass doch den... Papa! Ja, jetzt fang du auch noch an. Nein, du wolltest mir doch Geld geben für den neuen Hut. Oh, Hut, Geld geben. Jetzt weißt du, warum du eine schöne Papa bist. Das kommt immer hier. Ja, was? Ja? So, hier, mein Kind, hast du Geld? Hol dir das Hütchen und hol mich hier wieder ab. Danke, Papi. Oh! Matt, das hast du gesehen, jetzt bin ich Papa geworden, ja, was? Dann bekomme ich von Ihnen aber auch 50 Mark. Nö, das wird so teuer. Kriegst du kurz wieder. Wie raffiniert. Nein, billiger. Tschüss zusammen. Kind, geh durch den Garten, da bist du direkt draußen. Ja. An der Straße. Junge, da ist der lecker Arzt. Der ist doch nicht lange auf Lager. Die geht da weg wie geschnitte Brot. Ja, vorläufig bin ich froh, dass ich sie habe. Hast du ja. Ja, aber deswegen bin ich eigentlich nicht hergekommen. Ich weiß, warum du gekommen bist. Du wolltest dir meine Villa anschauen. Also hier ist die Diele, hier trinke ich morgens Kaffee. Anton, nun lass mal die fiese Matente. Ist doch kein fiese Matente. Du willst doch vor allen Dingen wissen, was in den letzten Tagen in der Fabrik los war. Du wirst lachen, interessiert mich überhaupt nicht. Das ist doch nicht dein Ernst. Aber vollkommen. Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht und du steckst den Kopf in den Sand. Nee, ich stecke nicht in den Sand. Doch, steckst ihn Nein, in den Sand. Nein, ich stecke... Oh, du wirst doch dreckig, hör doch auf. Na, nun schlägt's aber 15, nicht? 15, 13 schlägt. Also gut, dann schlägt es 13. Ja, ja. Ich habe den Ärger in der Fabrik. Ich muss mich mit den Leuten herumschlagen. Betriebsrat, Ausschuss, Resolutionen, Streikandrohungen, ständige Gehaltserhöhungen. Mir qualmt der Schädel und du tust so, als ginge dich das alles gar nichts an. Oh, oh, oh. Anton. Ja. Bist du mein Freund, nicht? Ja. Sei mal lieb und nett zu mir, nicht? Bin ich auch. Bist du nicht? Doch. Nein. Aber sei wenigstens jetzt mal ehrlich. Na wunderbar. Mir, ja? Also komm, was willst du wissen? Wann kommst du wieder in die Fabrik? Wenn du mich so lieb fragst, muss ich direkt sagen. Weißt du wann? Überhaupt nicht mehr. Entschuldige mal, ich verstehe nicht recht. Ich habe gesagt, überhaupt nicht mehr. Da so ein komisches Summen in den Ohren, ja, dann ist der Kalk der Riese für dich. Jetzt zieh mal dahin, dann will ich dir das immer bequatschen. Ja. Vor 8 Tagen war der große Krach in der Fabrik. Wie ich nach Hause kam, ich hatte eine Stinkwut. Mir stand es bis hier. Ich habe gesagt, Ausschluss, Feierabend. Soll der Ellermann platzen, wenn er Lust hat, jawohl. 25 Jahre haben wir 2 gearbeitet, um den Betrieb wieder hochzukriegen. Jetzt haben wir ihn hoch. Jetzt kommen die mit der Gewerkschaft, jetzt kommen die mit dem Betriebsrat. Herrgott, aber Schluss damit, das will ich nicht wissen. Ich komme nicht mehr dahin, ich mache nicht mehr mit. Quatsch, das hältst du doch gar nicht Hast aus. Hast du eine Ahnung? Du bist doch wie eine richtige Arbeitsmaschine. Ja, das ist wahr, aber jede Maschine, die läuft sich heiß. Ich habe mich auch heiß gelaufen, ja. Hier drin, der Motor, der klappert schon, ja. Ja, dein Motor klappert. Nein, der läuft prima. Der passt auf, dass der nicht durchdreht, du, ja. Und weißt du, wie ich das mache? Ich habe mir vorgenommen, überhaupt nicht mehr zu ärgern. Am liebsten mache ich das so. Du weißt, ich fahre gerne auf der Straßenbahn vorne auf der Plattform. Da bewundere ich die Ruhe und die Gelassenheit von den Straßenbahnführern. So wie der von ferne ein Hindernis auf dich zukommt, dass der Angst haben könnte, gibt es Zusammenstoß, zieht er der Bremse an. Versteht ihr? Da hat nichts passiert. Und so mache ich das auch. Wenn ich merke, dass ich Wut kriege, dass mir das Blut in den Kopf schießt, schau mir an zu Ärger. Anton! Dreck die Bremse an, du. Was meinst du, wie ich so prima fahre, du? Ja, schön und gut, Anton, du musst es ja wissen, aber du musst doch ein bisschen an die Fabrik denken. Ich denke immer an die Fabrik. Ach, die kannst du doch nicht einfach so im Stich lassen. Tue ich nicht. Und ich allein kann es doch nicht schaffen. Weiß ich, hast du nie gekonnt. Anton! Habe ich da auch dran gedacht. Komm her, mein Junge. Ich habe meinen Neffen Gerhard nach Berlin geschickt, Chemie studieren. Ich habe ihn telegrafiert, der ist fertig, der kommt heute zurück. Und wenn der dem Lenchen gefällt, ist doch alles in schönster Ordnung. Beim Lenchen? Ja. Hat ein Lenchen damit zu tun? Ach Gott, nochmal, ich denke, du wirst klüger. Was? Lenchen. Lenchen. Der Gerhard. Die Fabrik. Fabrik. Alles unter einem Hut. Alles unter einem Hut. Hut. Na? Aha, ja, ich weiß. Du willst eine Hutfabrik aufmachen? Nein, mach eine Klapsmühle auf, da kommst du zuerst rein. Lich oder Gerhard, was könnten die beiden? Oh, eine ganze Menge. Schwimmen, tanzen, nein, den Schalter. Nein, anders. Hi, 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 hi. Hi, hi, Gewitzka. Quatsch, das Karneval kommt. Nein. Heiraten. Ach, heiraten. Hast du das begriffen? Ja, ich bin doch nicht von gestern. Mann, du bist ja ein Blitzdenker jetzt. Einverstanden? Ja, genial ist Na, das. Na also, darum habe ich doch hier die Villa gekauft. Hier lebe ich in Zurückgezogenheit mit meinen 2 Dienstboten. Das sind 2 jollige Menschen. Die machen mal keine Ärger, die haben auch keine heimische Liebschaft. Die wissen genau, ich dulde das nicht. Die respektieren meinen Mutsch. Von denen lasse ich mich so richtig verwöhnen. Jawohl. Hier bin ich Mensch.
Hier darf ich sein. Apropos Villa. Anton, glaubst du denn, du kannst in diesem großen Haus mit den vielen Zimmern allein wohnen? Oh, ja, kein Denk doch an die Zwangseinweisung was von Anträgen, die vielen Obdachlosen und so weiter. Weiß doch kein Mensch. Ja, ja. Wo kein Kläger ist, ist kein Richter. Ja, trink mir Kaffee, ja? Anna, trinkst du Tessi Kaffee mit? Danke, wir pflegen schon morgens zu frühstücken. Du sollst dich früh in das Kaffee mit trinken. Ja, gut. Herr Schwalbe, ja? Sie wünschen? Kaffee bitte, Anna, ja? Kaffee? Ja. Kaffee jedet nicht mit. Was soll das heißen? Schon ein dreimal Opium, wir haben Bananen fortgeschüttet. Ja, das ist doch wohl. Wie können Sie meinen Kaffee wegschütten, ne? Herr Schwalbe, wenn Sie so spät aufstehen. Ich entschuldige mich, ich kann doch wohl aufstehen, wenn es mir beliebt, ne? Sicher, Herr Schwalbe, von mir aus brauchen Sie ja nicht aufzustehen. Kriegen Sie überhaupt keine Kaffee, ne? Ja, und abgesehen davon wird ja schon in einer Stunde Mittag gegessen. Nein, 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 dann wird heute eine Stunde später Mittag gegessen. Oh, dann müssen Sie aber nicht Restaurant gehen. Was heißt das? Bei mir weht höch nichts mehr, Koch. Ich habe nämlich meinen freien Nachmittag. Und vor Mitternacht komme ich bestimmt mit mir aus. Und ich küsse Anton. Ist weg, siehst du? Wunderbar. Anna, das war nett, sie sagt, ich hieß in die Küche, dann macht er neue Kaffee, ja? Keine unsittlichen Berührungen. Ja, aber Anna, was soll das denn? Wir haben doch keine Familienanschluss. Ja, aber Anna, Moment. Ja, nun lassen Sie das doch mit Ihrer Knüppelsfinger. Was sagst du dazu? Lauter liebe, anhängliche Menschen. Hier bist du Mensch, hier darfst du sein. Oh Gott, ja. Aber da machen die auch Spaß. Ja, ja, ja. Na komm, ich zeig dir die Villa. Also hier ist die Diele, hier trinke ich morgens in Ruhe meinen Kaffee. Wenn du welchen kriegst. Nee, wenn ich welchen mag. Und jetzt mag ich ja keine. Wo läufst du denn hin? Wohin ich dir die Villa zeigen? Ja, was ist denn mit unserem Plänchen? Mit Gerhard, mit Lindchen bleibt, wie ich gesagt habe, dem Gerhard setzen wir ins warme Nest. Und mein Nesthäkchen dazu. Und dann sollen die weiter ausbrüten. Also hier ist mein Schlafzimmer. Ah, sehr schön eingerichtet ist das. Es ist nicht zu fassen. Der unverschämte Kerl kommt mir nach. Da ist er schon. Wissen Sie, mein Herr, Sie besitzen eine Frechheit, die übersteigt wirklich alle Grenzen. Aber nicht die Stadtgrenze. Dass Sie mir auf der Straße nachgestiegen sind, will ich nicht bemerkt haben. Sehr aufmerksam von Ihnen. Aber dass Sie mir hierher nachfolgen, in ein fremdes Haus. Ach, Sie wohnen gar nicht hier. Ja, dann habe ich ja die Freude, Sie nachher nach Hause zu begleiten. Bedauere, das tut mein Papa. Der Herr Papa ist auch hier, wie sich das trifft. Da kann ich ja den alten Herrn gleich selbst kennenlernen. Ja, wie sich das trifft. Und Herr Schwalbe ist auch hier. Das ist nämlich der Hausherr. Schwalbe, sagten Sie? Ich war mal mit einem Schwalbe auf der Penne. Ist das so ein halbhoher, untersetzter, dunkle Haare, schwarze Schnäuzer? Nein, das ist ein großer Breiter mit grauen Haaren und einem grauen Schnäuzer. Und wenn der Sie hier findet, fliegen Sie raus. Das glaube ich nicht. Wissen Sie, ich habe nämlich einen Posten, der es mir ohne weiteres gestattet, sämtliche Wohnungen dieser Stadt zu betreten. Ist das wahr? Auf Ehre. Stadtverwaltung. Schlimmer. Kriminalpolizei. Noch schlimmer. Finanzamt. So schlimm wieder nicht. Ja, was sind Sie denn? Dezernent. Dezernent, so. Was dezernieren Sie denn? Wohnungen, mein Fräulein, Wohnungen. Wohnungen? Dann weiß ich, was Sie sind. Sie sind Anstreicher. Nein, ich bin vom hiesigen Wohnungsamt. Wie interessant. Ja, und wie wichtig. Sehen Sie, ich habe die Aufgabe, Flüchtlinge, Durchreisende, Obdachlose aller Art dort unterzubringen, wo noch Platz ist. Naja, und Platz ist hier genug, wenn wir alle etwas zusammenrücken. Meinen Sie nicht auch? Ja, ja, das mag wohl sein. Nein, das ist so. Wissen Sie, ich kenne mich da aus. Es gibt doch immer noch Leute, die haben ein Klavierzimmer, ein Bridgezimmer, ein Billardzimmer, drei Fremdenzimmer, zwei Verwandtenzimmer. Und damit diese Leute sich in all ihren Zimmern nicht so einsam fühlen, weiß ich Ihnen ein paar Leute ein, die kein Dach über dem Kopf und kein Bett unterm Hintern haben. Sagen Sie mal, wie viele Zimmer haben Sie eigentlich? Oh, wir wohnen sehr beengt. Den Satz muss ich schon mal gehört haben, aber wundern Sie sich nicht, wenn ich mich persönlich überzeuge. Sie kennen ja nicht mal meinen Namen. Oh, entschuldigen Sie. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle? Hans Helwig. Und mit wem habe ich die Ehre? Meinen Namen sage ich Ihnen nicht. Das macht nichts, den kriege ich schon noch raus. Ich habe eine gute Nase für sowas. Anton, um Gottes Willen, da kommt mein Papa. Wenn der Sie hier sieht, bitte verschwinden Sie doch. Bitte gehen Sie. Mir zuliebe. Also gut, Ihnen zuliebe. Vergesse ich auf 5 Minuten meine Pflicht. Danke. Ja, nun kommen wir. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Was hier kommt. Ja, das ist der Hut. Wunderbar, da schaffe ich mir einen an für die Sonne. Aber Herr Schwalbe. Oh, ich habe Elba. Kann ich mir dran, ja. Du hast doch nichts wie ihr Getön im Kopf. Ja, Hanni, komm, Hähnchen, wir müssen gehen. Nein, komm, Moment. Ich muss den
Lenchen, was sagen? Lenchen, wir haben eine Überraschung für dich. Eine Überraschung? Ja, haha, weißt du, wer zurückkommt? Nein. Na, der Gerhard kommt heute zurück. Der Gerhard? Ja, der Gerhard kommt zurück, ja. Wir zwei alten Strategen haben einen tollen Plan mit ihm vor. Einen tollen Plan? Ne? Ja, einen tollen Plan haben wir. Ja, der Gerhard soll heiraten. Heiraten? Ja, ne? Ja, der soll heiraten, ja. Wen denn? Ja, seine zukünftige Frau, ja. Der Papa weiß das natürlich, aber die Frau weiß es noch nicht. Das erfährt ihr erst nach der Hochzeit, ja. Herr Schwalbe, was Sie mir für einen Unsinn machen. Immer einen Unsinn, ja. Papa, ich geh schon mal vor, ja? Ich komm sofort nach, ja. Bis gleich, Papa, komm direkt. Anton, bist du wahnsinnig geworden? Wie kannst du sowas machen? Du kannst doch nicht mit der Tür ins Haus fallen. Ich habe ihm nur gesagt, der Gerhard kommt, das weiß ich. Muss man dem Kind doch schon beibringen. Ja, dann tu das doch, ja, bitte. Ja, das tu ich auch. Entschuldige mal, schließlich bin ich der Vater. Ich werde es ihr schon ja, beibringen. Hoffentlich wird sie da keine alte Jungfrau drüber. Oh nein, das wird sie sicher nicht. So, und ich muss jetzt machen, dass ich wegkomme. Ja, ist gut. Denn einer muss ja an Deck sein, wenn der Dampfer abfährt, nicht? Was denn für ein Dampfer? Ja, weißt du, unsere Fabrik ist für mich wie ein großer Dampfer. Wie ein Dampfer, wunderbar, wer ist denn der Kapitän? Ja, ich. Du, wunderbar, Mathe, ahoi! Anton, oha! Ach Quatsch, lass mal den Unsinn! Ja, verrückter Kerl, ich muss in der Stadt noch einkaufen. Karl, meine Schuhe! Tam, ta, ta, di, ta, ta, di, ta, wunderbar, Karl, wunderbar, wunderbar. Aber ich würde die Schuhe mit einer anderen Melodie putzen. Moment. Wie wäre das mit da 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 da? Ja? Das ist mir zu schnell. Du bist jetzt schon am Stiefel putzen. Wie du siehst. Moment, 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 was heißt das, wie du siehst? Tja, wie du mir, so ich Ihnen. Was ist los? Herr Schwalbe. Entweder Sie stellen sich auf den Standpunkt der Gleichberechtigung, schön, dann trinken wir Brüderschaft. Aber das einseitige Du betrachte ich als eine Verletzung der Menschenwürde. Sag mal, bist du wahnsinnig geworden, du Rindvieh? Rindvieh. Rindvieh. Ja, Rindvieh, Ochs, Esel, alles was sein ist. Sucht aber auf, wird alles in der Bibel. Herr Schwalbe, ich protestiere. Gegen die Bibel oder wen? Gegen die Bibel. Ab sofort trete ich in einen zwölfstündigen Proteststreik. Ach. Hier haben Sie Ihre Schuhe, hier haben Sie Ihre Bürste. Das ist Spaß, Karl. Das ist kein Spaß. Hier haben Sie Ihre Schürze und jetzt machen Sie Schiffelles hier runter. Aber Karl, komm mal, wenn ich zurück. Herrgott, hat man nicht können. Anton trägt sogar. Herr Schwalbe! Oh ja, Anna. Karl hat mir soeben gesagt, dass Sie ihn auf das Tiefste beleidigt haben. Ich hab nur Rindvieh gesagt, werter Gott. Wie kommen Sie dazu, meinem Kollegen so der Wahrheit in das Gesicht zu schleudern? Ich erkläre mich hiermit solidarisch. Was? Und trete in einen zwölfständigen Sinn vor die Streit. Aber Anna, komm! An Sie was wie Mühl! Anna! Jetzt malen Sie sich Ihren Muckefuck doch allein! Aber Anna, nur hören Sie doch! Sie Sklaventreiber! Anna! Bild gewordene Handfeger! Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ich könnt. Immer euch wohl. Bitte, ihr könnt mich nicht ärgern. Mache ich mir meine Arbeit selber. Habe ich früher auch gemacht, kann ich es heute auch noch. Die lieben Hausangestellten haben keine Ahnung, wie Justus heutzutage haben. Ja, ja, 300 Mark Lohn im Monat. Ihr arbeitet mit kaum, ihr fresse für drei. Das ist eine alte Geschichte, aber. Ich werde noch mal froh sein, wenn du noch mal Hausangestellte sein dürfst. Ho, 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 das machen wir schon mit mir nicht so. Ich gehe mal ran an der Arbeit. Los, komm! Der Träsch ist so schnell. Nimm eine andere Melodie, nimm mal einen Walzer. La, 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 das ist gut, ja. La, 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 tschi, da, da. Psst, 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 psst. Was ist das denn? Psst, psst. Da ist ein Heimchen drin hier. Psst. Hey, Sie da. Hey, 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 wie kommen Sie hier rein? Ja, durch den Garten, das sehen Sie doch. Ja, da ist der eine. Anne, beruhigen Sie sich doch und putzen Sie vor allen Dingen in aller Ruhe weiter. Ja, ich weiß doch, Sie sind verschwiegen. Ist eine sehr lobenswerte Eigenschaft für einen Diener. Diener? Ach, der hält mich für den Diener. Oh, mal sehen, was du willst. Na, was ist denn? Ja, ich hätte gerne eine Auskunft von Ihnen. Von mir? Ja, beruhigen Sie sich doch, Sie sollen es doch nicht umsonst. Mach du. Hier. Haben Sie 5 Mark? 5 Mark für mich? Ja. Oh, danke schön, das ist aber nett. Du setzt dich mal hierher. Für 5 Mark darf ich setzen. Ja, sehr schön. Danke. Was haben wir denn, Jüngelchen? Sag ich mal, hier war doch vorhin so ein hübsches, junges, dunkelblondes Fräulein gewesen.
spitz, hast du was gemerkt? Ne? Ja. Der hat dir wohl gefallen, was? Ja. Leckeres Ass, und ja. Ich würde gerne von Ihnen wissen, wie sie heißt und wo sie wohnt. Ist sie verliebt, verlobt, verheiratet? Verstorben, jeck, doll, blödsinnig. Alles wollen Sie von mir wissen. Ja. Ich sage es aber nicht. Entschuldigen Sie mal, aber ich habe Ihnen eben 5 Mark gegeben. Dafür habe ich schon genug gequatscht. Also bitte, ja? Na ja, tu nur ein Schippchen bei. Das ist die Tochter von der Firma Ellemann. Schwalbe, Ellemann und Co. Ist ein hochachtbares Mädchen. Außerdem, lieber Herr, die ist vergeben. Vergeben? Jawohl. Um Gottes Willen, wer ist denn der Glückliche? Der junge Schwalbe. Wer ist das denn? Der Neffe vom alten Schwalbe. Der bekommt die Fabrik und übernimmt das Mädchen. Bitte? Das, ne? Andersrum. Der übernimmt die Fabrik und bekommt das Mädchen. Die Sache ist so gut wie abgemacht. Sie, da ist nichts mehr dran zu rütteln. Ach, wissen Sie, da muss man sich eben ranhalten. Ich glaube, da werden Sie wenig Glück haben, Sie. Denn was der alte Schwalbe sich in den Kopf setzt, das setzt er durch. Und was ich mir in den Kopf gesetzt habe, das setze ich auch durch. Sie, der Schwalbe, hat einen harten Schädel, Sie. Ich habe aber auch einen harten Schädel. Ja, wollen wir mal sehen, wer da sein will durchsetzt, er oder Sie? Das wollen wir doch mal sehen, wer da seinen Willen durchsetzt, er oder ich? Daneben, ja, bei mir musst du früher aufstehen, Junge. Ja. Sagen Sie mal, dieser alte Schwalbe. Was denn? Ey, was ist das eigentlich für ein Knabe? Das ist kein Knabe, ein ausgewachsener Jüngling, sehe. Also, ich habe gehört, es soll so ein... Ja, so ein Kuli sein. Was? So ein Miesling, so ein ausgesprochenes Ekel. Ich kann... Ja. Was denn? Ist das nicht ein bisschen übertrieben, mein Herr? Nein, nein, ich hab das gehört. Ach so. Sie sollen mal sehen, was ich dem für einen Strich durch seine Rechnung mache. Oder bin ich mal neulich, wie Sie das anstellen wollen, ne? Lassen Sie das mal meine Sorge du sein. Tu ja, tu ja. Das Gespräch war jedenfalls sehr interessant für mich. Was meinen Sie, wie interessant das für mich erst war? Aber die Sache bleibt natürlich unter uns. Vollkommen unter uns. Ein Mann, ein Wort. Eine Frau, ein Wörterbuch. Ehrenwort. Ehrenwort. Hand drauf. Hand drauf. Oh, Verzeihung. Die haben die schmutzig gemacht. Ja, ihr. Nein, da. Ja, vielen Dank. Sagen Sie mal, ich würde dem alten Schwalbe schrecklich gerne meine Aufwartung machen. Oh, das ist aber nett. Ja. Ist der überhaupt im Haus? Ja, ja, ist da, ist da. Ist hier viel näher bei Ihnen, wie Sie denken. Ja, dann melden Sie mich doch. Melden, bitte Ihre Karte. Ach, so vornehm geht's hier zu. Ja klar, hier verkehren keine Frömmen. Herr Dr. Helmich, lieber Herr Dr. Helmich, darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen? Vielen Dank. Moment, ich nehme das mal eben weg. So, danke. Ich könnte Ihnen die Bürste anschauen. Ich werde Herrn Schwalbe melden, dass Sie da sind. Ja? Herr Schwalbe wird fliegen, Sie zu begrüßen, Herr Dr. Helmich. Vielen Dank. Ja, jetzt gehe ich hier rein, ziehe ich mich um und dann komme ich als Schwalbe wieder. Auf das blöde Gesicht von der Feuchtigkeit. Vielen Dank, sehr freundlich. Ich finde schon allein weiter. Guten Tag. Guten Tag. Ja, aber das darf doch nicht wahr sein. Gerhard, alter Junge! Verzeihen Sie, mein Herr, ich weiß immer... Aber sag mal, Gerhard, erinnerst du dich nicht mehr? Nein, Hans! Lalalala! Sag mal, was machst du denn hier? Mein Onkel hat mir geschrieben, ich soll Post wenden. Komm, und da bin ich. Der alte Schwalbe ist dein Onkel? Ja. Du bist der Neffe? Ja, logisch. Wenn ich nur wüsste, was er auf einmal von mir will. Das kann ich dir sagen. Ja, los, komm, setz dich. Du sollst die Fabrik übernehmen. Nein. Doch, der Diener hat's mir erzählt. Jetzt ist er da. Wer? Der Augenblick, vor dem ich ein Leben lang gezittert habe. Aber das ist doch kein Grund zum Zittern. Du hast doch keine Ahnung. Sieh mal das mal so. Nach dem Abitur gab der Onkel mir das Geld für das Studium. Natürlich Chemie. Ich sollte ja in seine Fabrik. Ich hab's versucht. 3 Semester habe ich durchgehalten. Aber du kennst ja meine Liebe zur Musik. Und da hast du umgesattelt. Ja, ich konnte nicht anders. Aber der Onkel weiß es noch nicht. Der wird Augen machen. Augen machen? Der wird mich verfluchen. Und trotzdem, diesem Entschluss verdanke ich das Glück meines Lebens. Gratuliere. Danke. Und jetzt leben wir beide ganz der Musik. Wer wir beide? Meine Braut und ich.
Ein Mädchen aus Köln am Rhein, also Kölschmädchen. Das heißt, eigentlich ist sie ja Ungarin. Sie ist eine Geigerin. Ein musikalisches Genie. Eine Braut hast du auch schon? Ja. Was gibt's da so blöd zu lachen? Dein Onkel hat auch eine Braut für dich. Nein. Doch. Die Tochter seines Kompagnons, die kleine Ellermann. Oh Gott, das ist ja entsetzlich. Was mache ich denn da? Ich reise ab. Ach komm, Unsinn. Doch. Du wirst ja jetzt nicht kneifen wollen. Du musst den Stier bei den Hörnern packen. Sprich dich mit deinem Onkel aus. Ja, und falls du nach mir fragst, ich komme dann später noch mal wieder, ja? Also los, ran, alter Junge. Aber energisch. Ja, wenn ich es ihm doch schon beigebracht hätte. Mein lieber Herr Dr. Helge. Hallo, Junge. Moment mal. Augenblicke mal. Suchst du jemanden? Ja, da war doch so ein wild gewordener Heini, so ein langes Stück da. Ja. Ach, du meinst Dr. Hellwig? Ja, der war's, ja. Der lässt dich entschuldigen, der kommt später nochmal wieder. Wunderbar, hab ich mich gefreut und nachher noch herzlich willkommen. Danke. Gute Reise gehabt. Danke, ja. Wunderbar, gut siehst du aus. Ja. Lecker, süße. Ja, du bisschen blass. Viel Arbeit, ja? Und zum Friseur musst du auch mal gehen. Ja. Setz dich, Junge. Danke vielmals. Na, sag mal, wie gefällt dir meine Villa? Schön. Ja? Wirklich sehr, und sehr, sehr schön. Und ist die Berlin auch schön? Danke, ich kann nicht klagen. Vielleicht ein bisschen hoch, aber... Wieso denn? Vier Etagen. Na, hast du also, wenn der für dich nötig ist, kriegst du Geld genug. Ist doch nicht schlimm. Wieso? So ein Fahrstuhl da. Oh, oh. Ach, wenn ich das höre, Fahrstuhl, seit Jahren habe ich immer so ein komisches Gefühl. Mit wieso? Mir. Hast du da mal ein Malheur gehabt? Ach, Malheur, wie man es nimmt. Ich habe als junger Mann in so einem Fahrstuhl mal... ein galantes Abenteuer erlebt. Ja, ja. Und du bist ja alt genug, ich kann dir jetzt erzählen. Es sind 25 Jahre her. Ich war damals in Berlin tätig, von der Firma aus. Wir hatten Messe. Ich wohnte damals im Hotel Metropol. Ein ganz tolles Hotel, 8 Stockwerke hoch. Ja. Ich wohnte ganz oben, aber nur, weil es billiger war. Ne? Ja. Jedenfalls, wir waren mit Freunden raus, hatten schön gewächert. Ich kam spät nach Hause, 1:30 Uhr nachts, wollte mit dem Fahrstuhl rauffahren. Aber der Fahrstuhlführer schlief. Auch denke ich, hier ist es zu früh. Ja. Kommt ein süßes Stubenmädchen, oh leckeres Arzt, kommt die Treppe und sagt, hallo Fräulein, können Sie mit der Luftdroschke umgehen? Natürlich, sagt sie, meine, bitte steigen Sie ein. Ich steige ein, Türe zu, Hebel rum, hui, wir schweben nach oben. Erster Stock, zweiter Stock, dritter Stock, vierter, fünfter, sechster, siebter. Achter Stock. Nee, da sind wir nicht hingekommen, da wissen wir nicht. Wieso? Zwischen dem siebten und achten Stockwerk auf einmal, bumm, es blitzt, es pufft, die Karre bleibt stehen, das Licht geht aus. Zock, paff, wir saßen fest. Das ist aber unangenehm. Das kannst du wohl sagen. Du warst gerufen, getrommelt, geflötet, kracht, geschlagen. Uns hat kein Mensch gehört. Und was soll ich dir lange erzählen? Morgens um 5:30 haben sie uns aus dem Affenkasten befreit. Ach, das ist eine peinliche Situation. Ja, besonders für das arme Mädchen. Das Mädchen hat geweint, geweint, Tränen so dick wie kleine Kartoffelchen. Ja, ja, ja. Naja, dann habe ich sie getröstet. Ja, getröstet. Muss man doch, nicht? Naja, nach dem fünften Küsschen waren wir uns dann noch einig, dass der nächtige Fahrstuhleffekt auch angenehme Seiten haben kann. Ja, 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 der kann aber auch unangenehme Folgen haben. Ja, wollen wir nicht hoffen. Ja. Was redest du denn da? Du kennst ja meine moralische Einstellung. Ja, ja. Nein, 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 nein. Wir haben es direkt als Mädchen erkundigt am anderen Tag. Aber keiner wusste Bescheid. Das Mädchen war zufällig eine Aushilfe und keiner wusste, wo sie hier und hingehört. Ich habe lange gesucht danach und nicht mehr gefunden. Naja, ist ja auch vorbei. Junge, jetzt kommt es. Ich habe dich von Berlin kommen lassen, wer du, Gerd. Jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt kommt. Du sollst die Fabrik übernehmen. Ja. Du sollst die Fabrik übernehmen. Ja. Du musst dich jetzt freuen. Ja. Ja. Ich freue mich ja auch. Ja, du freust dich aber komisch. Onkel, ich muss dir leider eine unangenehme Mitteilung machen. Was ist denn jetzt kaputt? Onkel, ich kann die Fabrik nicht übernehmen. Warum denn nicht? Sieh mal, Onkel, du kennst doch meine Liebe zur Musik. Musik? Ja. Hey, Junge, das hast du von mir. Wir nennen Musik. Na, guckst du das alte Grammophon, was da steht? Ja. Da darf man keiner sagen, ich liebe die Musik. Und dann habe ich mir einen neuen gekauft, ja, elektrisch ist es. So ein 11-Plattenspieler. Ein 10-Plattenspieler. 11-Plattenspieler. Eine 10-Plattenspieler. Ich habe einen 11-Plattenspieler. 11-Plattenspieler gibt es nicht. Weißt du das genau? Ganz genau. Dann hast du recht. Die 11. Platte ist mir immer durchgebrochen. Naja, aber deswegen kannst du die Fabrik übernehmen. Nein, Onkel, das kann ich nicht, weil... Warum nicht? Weil ich habe schon seit Jahren keine Vorlesungen mehr gehört. Was denn? Ich war auf dem Konservatorium. Konservatorium? Was machst du denn da? Ich studiere Kontrapunkt. Was studierst du? Kontrapunkt. Kontrapunkt.
Kontrapunkt, ja, das kann man studieren, das gibt es, ja. Ja, ja. Das ist der Kontrapunkt. Punkt, ja, ja. Du meinst, ich wüsste nicht, was das wäre, ne? Kontrapunkt, ich weiß es, das ist die große Violin, die... Und wer lernst du das denn, ne? Onkel, ich möchte Dirigent werden. Dirigieren, ja. Kannst du bei mir in der Fabrik auflösen. Die Angestellten spielen die erste Violin, du. Und die Gewerkschaft wird dir schon eine Flötentöne beibringen. Onkel, du nimmst die Sache von der komischen Seite, aber hier ist sie bitter ernst. Also gut, Herr Ernst, sprechen wir mal ernst. Also, du übernimmst die Fabrik. Was in Berlin versäumt, das kannst du hier praktisch nachholen. Herr Gott, nochmal, ich bin auch kein Professor gewesen und habe es zu was gebracht. Übrigens habe ich auch eine Braut für dich. Du heirst die kleine Ellermann, der kannst du Musik vormachen, so viel wie du willst, wenn sie sich hier fallen lässt. Onkel, ich muss dir leider noch eine Enttäuschung bereiten. Was denn schon wieder? Ich habe bereits eine Braut. Was? Ja. Du bist verlobt? Ja. Du hast eine Braut? Bist noch grün auf dem Rücken und verlobst dich hinter meinen Ohren? Das ist ja wohl das Beste. Das ist ja wohl. Na, das ist ja toll. Wer ist das denn? Na. Sie ist ein armes, aber ehrliches Mädchen. Ja, das kann ich bedenken. Arm. Ja, natürlich. Kann sie was? Selbstverständlich. Na wunderbar, was kann sie denn? Sie ist Geigerin. Geigerin? Ja. Ja, bist du denn wahnsinnig? Wie kann man denn sowas heiraten? Der heiratet eine Geigerin, um Gottes Willen. Mein, ach ja, Geigerin, wunderbar. Da passt jetzt zwei ja schön zusammen, ne? Könnt auf die Höfe gehen, Musik machen, ne? Zieh mit der Geige und du... Wunderbar. Kriegst du ein paar Butterbrot an den Kopf geschmissen oder 20 Pfennige. Zum Donnerwetter geht's Schluss. Also schön, dann muss ich eben sehen, wie ich alleine weiterkomme. Herr Gott hat sich dann halt alles gegen mich verschworen. Na Gerd, und? Was ist mit einem Alten, ne? Die kennen sich. Was soll das? Der weiß doch Bescheid. Der hat mir doch alles erzählt. Na los, was sagt denn der alte Dickschädel? Sie, was wollen Sie? Also ich rede doch nicht von Ihnen, ich spreche von dem alten Schwalbe. Ja, aber das ist doch... Was? Der alte Schwalbe. Sie? Ja, ich! Der Miesepeter, der Kuli. Sie sind gar nicht der Diener? Ich denke gar nicht daran. Ach, und dann lassen Sie sich von mir 5 Mark schenken? Da, ist das ein freches Schwein? Moment mal. Hier, kommt her, bitte. Haben Sie hier Dreck, hier 5 Mark wieder. Wollen Sie nicht haben? Zum ersten, zum zweiten und zum dritten ausgehöhlen. Was hier gespielt wird, der steckt unter einer Decke, wird mich überfahren. Kommt mir gefahren. Zum letzten Mal zu dir. Du tust, was ich von dir verlange, oder wird's weißig geschieden. Leute, und zu Ihnen, mein Herr, machen Sie, dass Sie rauskommen. Sonst sollen Sie mich mal als Hausdiener kennenlernen. Ich packe Sie bei Kopf und Acht. Aber Herr Schwalbe. Bei Kopf und Acht kannt ich, werfe ich Sie raus. Lass dich bei mir nicht wiedersehen. Raus! Ich gehe. Aber dass ich nicht wiederkomme, kann ich nicht versprechen. Auf Wiedersehen. Ich werfe dir die Streichhörner in den Kopf. Onkel? Tust du, was ich von dir verlange? Nein. So, gut, auf den Zimmer. 8 Tage Stubenarrest. Auf Wiedersehen. Bitte. Gerhard! Ja, Onkel? Dein Kontrabass, bitte. Kontrabass. Viola da Gamba. Viola da Gamba. Also, der Lebensamt fängt verdammt an, gemütlich zu werden. Muss schon sagen. Was ist das denn? Mann auf Urlaub reisen. Herr Schwalbe, ich wollte nur sagen, ich gehe jetzt. Ja, ist gut. Dankeschön. Und Sie Vergnügen. Und gerne, danke sehr. Moin, können Sie aber auch noch nicht rechnen. Nein. Komm, morgen ist kein freier Tag, morgen wird gearbeitet. Oh, das interessiert mich nicht. Was heißt denn das? Morgen feiere ich meine Hochzeit. Ach so, was? Du, das kommt mir von Ihnen in Frage. Bei deinem Eintritt habe ich dir erklärt, ich will keinen verheirateten Diener haben. Ist das klar? Nein, das ist nicht klar. So? Denn diese Einschränkung der persönlichen Freiheit lassen wir uns nicht mehr länger gefallen. Gut, auf der Stelle entlassen. Raus! Raus. Ein Starrmann, ich kenne, das darf ich wohl nicht machen. Ja, schwalb ich hier jetzt. Ja, ist gut. Morgen kann ich auch nicht auf dich rechnen. Du musst ja bei der Pavian-Hochzeit dabei sein. Ja, das muss ich auch. So? Ich bin nämlich die Braut. Ah, die Pavian-Frau. Was? Jetzt ist mir alles klar. Ihr zwei habt mich die ganze Zeit belogen und betrogen. Ihr seid mir von vorne in den Rücken gefallen. Schält euch ja raus, aber schnell raus. Raus, mit keinen Sinn. Schwindet hier. Raus mit euch. Herr
Herr Schwalbe. Was ist denn? Banause. Mit Schranz, wer mir die Kraft bilden. Ich bin nicht aber eine Wut, eine ganze Kraft, ich kann durchgehen, bis ich fest. Anton trägt die Bremse an, komm mal. Ist der Schwalbe zu Hause? Nein, der Schwalbe ist nicht da. Der ist zum Essen im Lokal. Da müssen Sie noch mal wiederkommen, ne? Können Sie mal, ich sagte, eigentlich wiederkommen. Ja, ja. Also können natürlich auch bleiben, wenn Sie wollen. Wie Sie wollen, wenn Sie wollen. Ja, ach, sagen Sie mal, dann könnten Sie mir eine Auskunft geben. Sie sind ja hier sozusagen die Hausgehilfin. Nein, ich bin die Frau Bollmann. Ich bin die Hausmeisterin von jenen über von Nummer 19, wissen Sie. Ich helfe nämlich nur ein bisschen aus, weil der Schwalbe, der hat seine Köchin und der Diener entlassen. Die hatte eine Fisternöl zusammen. Bitte? Einen Fisternöl. Der Fisternöl, das ist eine Knuf. Ein Knüfchen. Eine Klüngel. Auch nicht. Ein Gspusi. Ach so, ja. Na, das kennt ihr, ne? Die ganze Straße hat es gewusst. Nur der Schwalbe, der hat es nicht gewusst. Und als er dann erfahren hat, da hat er sie rausgeschmissen. Nein. Doch. Oh. Aber das interessiert mich alles überhaupt nicht. Das ist Ihr Pech. Ich bin nämlich in amtlicher Eigenschaft hier. Oh, wei. Sind Sie Rechtsvollzieher? Nein, vom Wohnungsamt. Nein. Doch. Oh. Sagen Sie mal, wie viele Zimmer hat dieses Haus eigentlich? Wie viele Zimmer? Ja. Da muss ich erst mal überlegen. Also hier unten haben wir 6. Oben haben wir noch mal 4. Und ganz oben haben wir noch mal 2. Das sind 13. 12. 13? 12. Moment mal. Ja, 12. Ja. Und diese 12 Zimmer bewohnt Herr Schwalbe alle ganz allein? Ja, da muss ich ja nachts furchtbar grauen. Ach, der grault sich doch nicht. Der hat doch vom Teufel keine Angst. Ich meine, wenn er vielleicht eine Frau hätte, ne? Tja, dann wollen wir ihm doch mal etwas Gesellschaft geben. Gesellschaft? Fremde mögen den Mut. Etwa Zwangseinweisung. Oh, das gefällt dem Schwalbe Jans bestimmt nicht. Der braucht Ruhe und Einsamkeit. Das brauchen wir doch alle. Also ich will Ihnen mal was sagen, junger Mann. Wenn der das erfährt, da kriegt er eine Koller. Das ist nämlich eine alte Choleriker, der. Choleriker. Wie? Choleriker. Na ja, so kann man auch sagen. Da hat er sich schelt. Ja, ich hab's auch gehört. Schön, ne? Mhm. Frau Bollmann, soll ich vielleicht aufmachen? Nein, das machte Frau Bollmann ganz allein. Hätte ich mich für möglich gehalten. Ja, ja, ja. So, bitteschön, junger Mann. Danke vielmals. Oh mein Gott, Hans, du hast ja Mut, wieder herzukommen, wo du gestern rausgeflogen bist. Da, Gerd, aber es kommt noch besser. Ja, setz dich. Frau Bollmann. Ja? Sie sind hier sozusagen und überhaupt überflüssig. Ist das wahr? Ja. Das ist aber ein Ding. Mhm. Haben Sie mich auch richtig verstanden? Ja, sicher. Ich habe doch kein Wasser in den Ohren. Nein. Haben Sie nicht in einem anderen Zimmer noch etwas zu tun? Ne, da bin ich da durch. Ah, ich verstehe. Wissen Sie was, junger Mann? Ich glaube, ich hab irgendwo noch ein bisschen bunt. Dachte ich mir's doch, Frau Bollmann. Ja. Und was ist mit deinem Onkel? Hat er sich beruhigt? Keine Ahnung, ich habe ihn seit gestern Abend nicht mehr gesehen, aber was anderes ist passiert. Ich habe meiner Braut gestern Abend am Telefon die ganze Geschichte erzählt und jetzt will sie selber herkommen und mit dem Onkel reden. Ja, ist doch fabelhaft. Das ist entsetzlich. Ach komm, das scheint eine schneidige junge Dame zu sein, die in diese Welt passt. Vielleicht hat sie bei dem alten Griesgram mehr Glück als du, wenn sie es geschickt anfängt. Mit ihrem rheinischen Temperament löscht sie den letzten Rest von Hoffnungsschimmer auch noch bei ihm aus. Du siehst einfach zu schwarz. Wann will sie denn kommen? Wann will sie kommen, ist gut.
Sie ist schon da. Was? Ja, wo denn? Draußen, im Garten. Und die lässt du da einfach vor sich hin welken? Na los, komm rein mit ihr, na beeil dich. Na los, mach hin. Frau Bollmann? Ja? Frau Bollmann? Ja, ich bin da. Hätten Sie vielleicht die Liebenswürdigkeit, draußen vor der Tür zu wachen und uns Bescheid zu geben, falls Herr Schwalbe kommt? Marsch glatt, kenn ich nix. Nett von Ihnen. Ich meinte draußen vor der Tür. Ja, mach ich, da bin ich in dir drin. Ich hab schon verstanden. Ja? Ja, ja. Soll ich Ihnen vielleicht behilflich sein? Nein, das machte Frau Bollmann ganz allein. Haben Sie das denn gelernt? Also schon. Darf ich bekannt machen, das ist mein Freund. Meine Verlobte Lisa Müller. Sehr erfreut. Wie schön. Sie sind also der nette Kerl, der uns hier in den fiesen Schwalbe helfen will? Soweit es mir möglich ist. Ich danke Ihnen. Wissen Sie, er ist ja ein lieber Mensch, aber ein furchtbarer Falschling. 100-mal habe ich ihm gesagt, Liebelchen, sei brav, schreib deinem Onkel, sag ihm die Wahrheit. Aber nein, er hat keinen Mumm. Mit Ihrem Temperament werden Sie den alten Herrn schon rumkriegen. Rumkriegen? Dem fiesen Möb, dem kratze ich da auch einen aus. Ich will zwei Menschen auseinanderbringen, die sich so lieb haben. So lieb, so schrecklich lieb. Und das nicht genug, wird er noch mal mit einem anderen Mädchen verheiratet. Aber ich schwöre Ihnen, der kratze ich auch da auch einen aus. Tun Sie das lieber nicht, denn das Mädchen hat zwei sehr entzückende Augen. Und zwar so entzückend, dass ich mich auf der Stelle in Sie verliebt habe. Wart Sie, Herr Doktor? Das habe ich ja gar nicht gewusst. Ja, dann heiraten Sie doch das Mädchen. Ja, das ist ja auch meine Absicht. Ach, das ist wunderbar. Dafür kriegen Sie einen... Ja, gib ihm einen Kuss. Wir sollten erst mal überlegen, wie wir den alten Herrn am besten rumkriegen. Wenn der Onkel uns hier erwischt, das gibt einen Heidenkrach. Was Heidenkrach? Was soll denn schon groß passieren? Ich hab auch schon eine Idee. Ich werde mich beim alten Schwalbe als hilflose Ausländerin vorstellen. Na, das zieht bestimmt. Schließlich bin ich halbe Ungarin. Meine Mutter war eine geborene Ettelka Körikösch-Hasi. Ich bin in Varastin zur Welt gekommen, wohne aber seit meinem dritten Lebensjahr hier in Köln. Bin also so gut wie ein echt Kölsch-Mädchen. Ich weiß auch schon genau, was ich ihm sage. Werde ich versuchen mit Freundlichkeit und Güte. Werde ich ihm machen schöner Guckern. Werde ich sorgen. Sie sind so ein lieber alter Herr. Wollen Sie wohnen allein als alte Schwalbe in Ihrem großen Käfig? Hm? Wollen Sie nicht schaukeln ein paar kleine Schwälbchen auf die Knie? Hatascheck, bitteschön, sollen Sie haben. Naja, das Gerz, ich hatte mich verliebt und ich bin arm. Hey, das war dumm. Aber haben Sie nie gemacht? Kleine Dummheit, früher in der Jugend? Der? Bestimmt nicht als eingefleischter Junggeselle. Oh, sag sowas nicht. Der sieht nur wie so ein Tugendapostel aus. Erst gestern hat er mir gestanden, dass er in seiner Jugend mal ein galantes Abenteuer erlebt hat. Nicht möglich. Doch, doch, doch. Er war mal eine ganze Nacht mit einem Mädchen im Fahrstuhl eingesperrt. Ah, eine ganze Nacht, ja. Und was ist da passiert? Wahrscheinlich hat er ihr Grimms Märchen vorgelesen. Nein, das ging schlecht, weil es hatte einen Kurzschluss gegeben und das Licht war aus. Und so ein Casanova will mich um mein Glück bringen. Oh, dem werde ich auf die Sprünge helfen. Ja, das hat ja noch etwas Zeit. Zuerst wollen wir überlegen, wie wir am besten zu Werke gehen. Sag mal, Gerd, du wohnst ja sowieso hier. Fräulein Lisa, wo wohnen Sie eigentlich? Ich wohne noch nirgends, wir waren in sämtlichen Hotels, ist alles besetzt. Das hätte ich Ihnen vorher sagen können. Natürlich, du bist ja Dezernent im Wohnungsamt. Kannst du meiner Braut kein Quartier besorgen? Doch, und sogar ein wunderschönes. Ja, wo denn? Hier, bei Fabrikbesitzer Schwalbe. Ja, aber das ist doch nicht dein Ernst. Doch, Sie werden von Amts wegen eingewiesen. Ist Ihnen das recht? Natürlich, das ist prima. Da sitze ich beim alten Schwalbe mitten im Nest. Ja, aber ich kann doch unmöglich meine Braut hier einquartieren. Ja, er darf natürlich nicht wissen, dass es deine Braut ist. Zunächst lernt er mal eine sympathische junge Dame kennen. Eine Ungarin, die ohne Obdach ist. Und schon werden wir einen Schritt weiter. Ja, aber das kommt doch irgendwann mal raus. Oh, meine Güte, Liebelchen, du bist wirklich ein Hasenbein. Bitte? Ja. Ja, wie dem auch sei, aber nun ans Werk. Du gehst jetzt mit Fräulein Lisa zum Wohnungsamt und dort lassen Sie sich einen Quartierschein ausstellen, Zimmer 419 bei Herrn Weber. Ich werde inzwischen dort anrufen. Vielen Dank, Herr Doktor. Und wo sehen wir uns wieder? Hier natürlich. Hier, wo du gestern rausgeflogen bist? Würdest du das bitte meine Sorge sein? Komm jetzt, komm, jetzt. 21, 22, 27. Los, ans Weg. Frau Bollmann! Frau Bollmann! Frau Bollmann, sagen Sie mal, wo ist denn hier... Wo hier ist? Ja. Zweite Tür rechts. Vielen Dank. Bitte schön. Nein, ich suche doch eigentlich... Wie heißt das denn? Ja, was denn? Da steht's doch. Vielen Dank, Frau Bollmann.
Also doch telefonieren. Sag das doch gleich. Fräulein, ja, geben Sie mir bitte B9123. Danke. Weber? Ja, hier Helwig. Hören Sie mal zu, Weber. Zu Ihnen wird es eine junge Dame kommen und sie wird Ihnen einen ungarischen Namen nennen. Etelka Kerekösch-Hasi. Ja. Bitte? Also Emil Theodor, Emil Ludwig Konrad Anton, Konrad Emil Richard, Emil Konrad Ödipus Siegfried Heinrich Anton Zeppelin Heinrich Y. Ja. Nein, ich bin froh, dass es raus ist, ja. Und ihr schreiben Sie bitte einen Quartierschein aus für Villa Schwalbe, Schillerstraße 12. Ja. Passen Sie mal auf, Weber. Schreiben Sie mir doch auch gleich so einen Zettel. Nein, ich gebe mein anderes Zimmer auf. Was? Ja, sicher, auch für Villa Schwalbe. Ja. Und falls Sie noch so ein paar unangenehme Leute auf Lager haben, die können Sie dann ruhig alle hier vorbeischicken. Ja? Nein, nein, der Herr Schwalbe hat das gern. Ja? Danke, wiederhören. Kommt Herr Schwalbe? Nein, Besuch ist da. Naja, dann werde ich trotzdem mal verschwinden. Frau Bäumann, wer ist es denn? Fräulein Ellermann. Also, ja, dann bleibe ich natürlich noch ein bisschen. Dann bleibt er natürlich noch ein bisschen. Alles schmeckt lecker. So, Fräuleinchen, kommen Sie rein. Danke. Ist Herr Schwalbe schon da? Nein, der Schwalbe ist nicht da. Da müssen Sie sich ein Momentchen gedulden, ne? Mhm. Nehmen Sie auch Platz. Da sitzt sie schon. Sollen Sie ein paar Bildchen gucken? Ja, gerne. Hier. Oh! Die hat aber ein nackiges Kleid an, wat? Ja. Junge, ist das gewagt. Was kann man damit machen? So wild. Ein hübsches Foto, nicht? Ja, ja, ein hübsches Foto. Was? Sie hier? Was wollen Sie schon wieder hier? Ich habe auf Sie gewartet. Auf mich? Woher wussten Sie denn, dass ich hierher komme? Eine innere Stimme sagte es mir. Aber woher wussten Sie, dass ich hier bin? Ja, wenn ich das geahnt hätte, wäre ich ganz bestimmt nicht gekommen. Schade. Dann werden Sie wohl jetzt nicht noch mal vorbeikommen können, denn ich wohne hier. Sie wohnen hier? Seit wann denn? Seit heute. Bei Herrn Schwalbe? Ja, er weiß es noch nicht. Es soll eine freudige Überraschung für ihn werden. Und außerdem bin ich ja ein alter Freund Ihres zukünftigen Herrn Gemahls. Meines Herrn Gemahls? Ach, das wissen Sie noch gar nicht. Keine Ahnung, wer soll es denn sein? Der Neffe vom Herrn Schwalbe, das Schwäbchen. Gerhard und ich? Ja. Wie kommen Sie denn darauf? Ja, der Herr Schwalbe hat es mir selbst erzählt und Ihr Vater ist auch damit einverstanden. Ach, darum hat er gestern solche Anspielungen gemacht. Aber das wäre ja schrecklich. Ja, wieso? Gerhard ist doch ein lieber und netter Junge. Ja, ja, wir kennen es von Kindheit an. Ich mag ihn ja auch ganz gut leiden, aber heiraten? Ich liebe ihn doch gar nicht. Mit dem Argument werden Sie bei Herrn Schwalbe wohl kaum Erfolg haben. Sie wissen doch, was der sich einmal in den Kopf gesetzt hat. Ja, ja, da haben Sie recht. Und mein Vater hat so gar keinen eigenen Willen. Der sagt zu allem Ja und Arm, was Herr Schwalbe sagt. Du lieber Gott, ich würde ja kreuzunglücklich werden. Was mache ich bloß? Helfen Sie mir. Ich? Ja. Gut, aber da gibt es nur einen Ausweg. Mhm. Sie müssen vor Ihren Vater hintreten und ihm sagen, lieber Papa, ich kann den Gerhard nicht heiraten, denn ich liebe bereits einen anderen. Oh ja, das ist gut. Nein, das geht nicht. Papa will dann ganz bestimmt wissen, wer der andere ist. Ja, dann müssen Sie ihm alles eingestehen. Aber ich habe doch gar nichts einzugestehen. Aber Fräulein Ellermann, denken Sie doch mal nach. Sie müssen Ihrem Vater sagen, lieber Papa, ich habe gestern Nachmittag einen sehr sympathischen jungen Mann kennengelernt. Der sieht gut aus, ist sehr liebenswürdig, hat gute Manieren, eine angesehene Stellung und er ist alles in allem das Ideal meiner Träume. Ich liebe ihn. Und wenn du wissen willst, wie er heißt, Dr. Hans Helwig. Aber Herr Doktor, das ist doch die reine Wahrheit. Und falls Ihr Vater dann immer noch Schwierigkeiten macht, dann sagen Sie ihm einfach, Papa, ich kann überhaupt nicht mehr zurück, der hat mich bereits geküsst. Das ist aber nicht wahr. Nein? Nein. Dann sollten wir das auf der Stelle nachholen. Der Schwalbe setzt zur Landung an, um Jock zu sehen.
Und so. Servus. Raus. So. Servus. Mathis, ich komme ja drüber reden. Ja. Dass sie sich um meinen Haushalt kümmert. Für ihn ist ganz prima. Mensch, das ist ja da, jetzt kannst du dir ja sagen. Ich denke, dein Gerhard will nicht. Der Gerhard muss den Schleifer mit Gewalt zum Altar, oder? Na gut, ja. Also, ja, sieh mal, Lindchen. Der Papa muss dir was Schönes, Freudiges sagen. Ja, sieh mal, Lindchen. Also, ich hatte mir gedacht, vielmehr... Ja, der Papa hat gedacht, ja. Herr Schwalbe hatte die Idee... Ich hatte nur die Idee, aber gedacht hat er, ja. Es wäre doch sehr schön, ja, und da dachten wir, wenn du und der Gerhard... Papa, ich weiß, was du sagen willst. Du weißt, you want prima, was? Nein, es ist gar nicht prima. Wieso denn nicht? Ich kann Gerhard nicht heiraten. Warum denn nicht? Ich liebe einen anderen. Was? Du kannst doch keinen anderen lieben, ohne uns zu fragen. Aber mein Kind... Papa, ich sag dir die Wahrheit. Er hat mich auf der Straße angesprochen. Auf der Straßenpflege. Und er hat mich bis hierher ins Haus verfolgt. Eine Frechheit. Und war überhaupt so frech und unverschämt, dass ich es gar nicht fassen kann. Ach so. Und geküsst hat er mich auch schon. Geküsst? Und wenn ihr wissen wollt, wer es ist? Ja. Es ist Dr. Hans Hellwig. Was ist denn? Wer ist denn? Dr. Hellwig. Kennst du den? Ja, das ist doch der Pflegel, von dem ich dir erzählt habe, den ich rausgeworfen habe. Und dieser Bursche küsst mein Lenchen? Der soll mir herkommen, dieser freche Hein, das ist wohl das Nett. Was wollen Sie denn? Entschuldigen Sie, draußen ist eine weibliche Dame. Haben Sie schon mal eine männliche gesehen? Nee, aber bei der kann man das nicht so genau sagen. Wieso denn nicht? Die hat ein Trollo runter. Was hat sie runter? Ein Trollo. Was ist das denn? Ja, die hat so ein Tüllgedöns da vor mir sehen. Tüllgedöns, hast du gehört? Was will die? Sie sagt, sie käme vom Wohnungsamt. Was? Und sie will ihr Zwangseinrichtung. Nein, das kommt ja gar nicht wahr. Siehst du, es geht los. Die wollen mir fremde Leute hereinsetzen, sollen mir die Wohnung versauen. Du, was sagst du dazu? Ich habe dich gewarnt. Wieso, was heißt das? Aber du weißt ja alles besser, du kannst alles besser und du tust alles besser. Mathis, und jetzt tu auch das Richtige mit dem Wohnungsamt. Ja? Aber ich muss ja zur Fabrik, mein ja, Lieber. Ja, nur hör doch mal. Also alles Gute, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Eine Frechheit, mich so allein zu lassen. Was wollen Sie denn noch? Ja, was soll ich denn jetzt sagen? Ach so, die, ja, rein mit ihr, damit ich sie rauswerfen kann, ja. Junge, Junge, die ist schneller draußen, wie sie reingekommen ist, da kann sie sich doch verlassen. Aha. Ja, hat ein Gitto vor mir sich, dass man nicht sieht, wie alt sie ist. Frau Bollmann, Sie kippen nach vorne. Raus! Sie wünschen? Oh, Botschano, bitte ich um Verzeihung. Hab ich das Vergnügen mit Herrn Schwalbe, bitte schön? Lieber Jörg, auch noch eine Pimok. Ja, das Vergnügen haben Sie, bitte nehmen Sie Platz. Danke. Na, 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 na. Ich bin zu Hause, ich habe Vorfahrtsrecht. Also, was wollen Sie bitte? Ah, bitte sehen Sie mir nicht best, dass ich Ihnen bin so bums gefallen in Hause. Das ist schon gut. Aber man hat mich geschickt von Lacker Schiefertal. Woher? Von Lacker Schiefertal. Wie heißt das? Lacker Schiefertal. Tut mir leid, kenne ich nicht. Wir haben viele Lokale in Köln, aber Lacker Schiefertal. Nein, nein, wir haben keine Lacker Schiefertal. Sind so Häuschen mit Tiere? Ja, unsere Häuschen haben alle Türen, ja. Ach. Dumm, hab ich vergessen. Ja, was denn? Sagt man auf Deutsch, sagt man Wohnungsamt. Ja, das haben wir, das stimmt. Ja. Sehen Sie, und weil in der ganzen Stadt war kein Zimmer für mich frei, man hat mich geschickt zu Ihnen. Hier ist der Zettel, bitte schön, Taschek. Fakashi Wata. Frechheit. Was denn? Eine Frechheit. Zeigt mir meine Wohnungsfähigkeiten. Sagen Sie mal, was fällt Ihnen ein? Hä? Ich? Da? Nein, Sie haben da. Ach so, da. Sie haben die Brille gemeint. Herr Schiebertal. Fräulein Itelka,
Fräulein Etelka. Nein, bitte schön. Was denn? Wird ausgesprochen Etelka. Ist Akzent aigu auf E. Was ist das? Ist Akzent aigu auf E. Ach so, ja. Ich dachte, es wäre Fliegendreck. Etelka Körikö. Körikösch. Da war die Schreibmaschine kaputt. Die ganzen Buchstaben sind alle durcheinander, Kinder. Etelka Körikö. Auch der Volkmann. Bitte schön. Was? Wird ganz einfach ausgesprochen. Ja? Körikösch Hasi. Ja, wenn man kann. Etelka Körikö. Der Name ist ja direkt lebensgefährlich und so auf. Nein, das ist Ungarisch. Was? Das ist Ungarisch. Tut mir leid, haben wir in der Schule nicht gehabt. Mein liebes Freundin, interessiert mich gar nicht, was die im Lakativa da schreiben. Ich habe mir dieses Haus gekauft, um alleine zu sein. Und ich bleibe alleine. Und es kommt überhaupt nicht in Frage, dass Sie woanders wohnen als wie bei mir. Bitteschön. Werd ich auch sehen in Ihrer Haus wie eine Maus. Aber wie sagt man? Ein Mucksmeisel still. Nein, das brauchen Sie gar nicht. Sie können hier machen, was Sie wollen. Ihr Wohl, Sie sind hier zu Hause. Laufen so rum, wie Sie wollen, wann Sie wollen, warum Sie wollen. Wenn Sie wollen, wollen Sie. Wenn nicht, wollen Sie nicht. Wenn Sie wollen, dann ziehe ich Sie ja aus. Oh, Sie sind so liebenswürdig. So wundervoll liebenswürdig. Ja, Moment, wo bringe ich Sie jetzt unter? Nein, Moment. Ja, bitte. Wie wäre es hier mit dem Erkerzimmer? Das ist das schönste Zimmer mit Blick in den Garten. Ist gar nicht nötig. Darf ich schauen? Aber ich bitte darum. Junge, ist das ein tolles Weib. Die Männer vom Wohnungsamt kriegen Flasch Cognac von mir. Aber was? Ich bitte Sie. Ist doch viel zu schön für mich. Aber nein. Haben Sie nicht ganz ein kleines Zimmer oben auf erster Stock? Zimmer? Nein, nein, das geht nicht. Erster Stock kann man nicht machen. Nein. Das geht nicht, da wohnt ein junger Mann. Mhm. Schickt sich nicht. Nein, 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 nein. Wir wohnen hier unten parterre. Vis-à-vis von mir. Rätsam. Ja. Sie sind ein lieber Herr. Ja. Ja. Mord ich aber gerne. Ja, wahr. Wenn Sie einen Wunsch haben, neben der Tür, da ist eine, wie sagt man auf Ungarisch? Klingal. Klingal. Klingal ist Ungarisch, ja? Nein, Klingal ist Deutsch. Klingal ist Ungarisch. Nein, Klingal ist Deutsch. Nein, die ist nicht kaputt. Die geht. Klingal ist deutsche Sprache. Deutsche Sprache. Deutsche Sprache. Nun, Deutsch. Sag ich doch Deutsch. Deutsch, ja. Dann sind wir Deutsch. Ah, schwer. Hm? Deutsch. Was bin ich mehr gehofft? Ja, sehr gut. Dann drücken Sie auf Klingel und da kommt der Diener und erfüllt Ihnen jeden Wunsch. Nee, der kommt nicht, habe ich rausgeworfen. Aber morgen bleiben Sie im Bettchen liegen, da drücken Sie zweimal auf Klingel. Und da kommt die Köchin und bringt den Kaffee ans Bett. Nee, kommt auch nicht, habe ich auch rausgeworfen. Ich hab's. Bring ich Kaffee am Bett. Aber was kann ich doch nicht annehmen? Mord ich aber gerne. Charmante. Ja. Darf ich da mal ein bisschen einrichten? Bitte schön, gehen Sie ins Zimmer. Einrichten, machen Sie, was Sie wollen, ziehen Sie das Korsett aus, ist egal. Brauch ich nicht, danke. Nein. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, da kommen da ja. Jetzt kommt ja keiner mehr in die Bude, so weit ich Schwalbe heiße. Was war das dann? Ich tue mir die Knochen ein bisschen weh. Das ist aha. Also für mich sah das ja eher aus wie Jimmy, ne? Das war Foxtrot. Was suchen Sie denn? Ja, wo ist sie denn, Herr Schwab? Wen suchen Sie denn? Die mit der Markise. Auf Ihrem Zimmer. Auf Ihrem Zimmer? Ihr wohnt doch hier, im Erkerzimmer.
Die wohnt hier bei uns? Ja, natürlich. Haben Sie was anderes erwartet? Ja, das finde ich aber komisch. Wieso denn? Ja, die wollten wir doch rausgeschmissen haben. Wer? Sie? Nee, das wollten Sie. Ich? Ja? Hey, jetzt muss es sagen. Jetzt fällt sie wieder ein, nicht? Ist mir jetzt ganz spontan eingefallen, ne? Ja. Finde ich nett, ja. Ja. Ja, und jetzt, was verstehen Sie hier rum? Ja, was wollte ich überhaupt? Weiß ich doch nicht. Ach ja, richtig, draußen ist ein junger Mann, der war schon mal da. So, der war hier, das Schöne, was will er jetzt? Er sagt, er käme vom Wohnungsamt. Was? Und er wäre jetzt zwangseingewiesen. Hier? Ja. Kommt nicht in Frage, er soll weggehen, woanders hingehen, hier nicht. Bin überbelegt, sagt ihm das. Jetzt kommen die an und schicken mir fremde Kerle noch da hier. So etwas. Guten Tag, Herr Schwalbe. Komme ich ungelegen? Herr, mein lieber Herr, nach allem, was zwischen uns zwei vorgefallen ist, da wagen Sie es doch, meine Gastfreundschaft in Anspruch zu nehmen. Verzeihung, nicht ich, sondern das Wohnungsamt. Danke, Schieferthal. Bitte? Ach, das verstehen Sie ja doch nicht. Wohnungsamt. Also, 3.200.000 Obdachlose gibt es. Das Abzubildchen schicken Sie hierher. Einen mieseren konnten Sie nicht finden. Ja, bitte nehmen Sie doch Platz. Dankeschön. In meiner eigenen Wohnung darf ich mich setzen. Wissen Sie, Herr Schwalbe, ich glaube, wir werden uns jetzt auch menschlich etwas näher kommen. Ja, ich hoffe so nah, dass ich Ihnen mal den Hals zuhalten werde. Und ich stelle mir das sehr gemütlich vor. Was stellen Sie sich denn gemütlich vor? Ja, wenn wir dann abends beieinander sitzen. Wer sitzt beieinander? Sie und ich. Sie und ja. Ich? Wie Sie? Ja, das wird saugemütlich. Ja. Beim Traut Lampenschein. Lampenschein, ja. Ich schlage Ihnen die Lampe stundenlang um die Ohren. Oh Gott. Ein ganz neues Lampengefühl für Sie. Ja. Und meine Braut kommt auch. Eine Braut hat das arme mit. Moment mal, da fällt mir ja was ein. Sie haben eine Braut? Ja. Und da wagen Sie es und küssen die kleine Ellermann? Ja, Fräulein Ellermann ist ja meine Braut. Wer ist Ihre Braut? Fräulein Ellermann. Fräulein Ellermann ist Ihre Braut, Herr. Ja. Sie gestatten, dass ich darüber aber herzlich lache. Von Ellermann heiratet mein Neffe Gerhard. Sie gestatten, dass ich mich herzlich revanchiere. Lachen Sie immer so blöd. Nein, nur Notsituation. Ja, das habe ich gemerkt. Fräulein Ellermann heirate ich. Mein Neffe Gerhard. Heirate ich. Mein Neffe Gerhard. Heirate ich. Lassen Sie mich doch zufrieden. Ich gehe direkt aufs Dezernat auf. Der hiesige Dezernent ist ein guter Freund von mir. Der kriegt Sie schon raus. Ich glaube, bei dem werden Sie kaum Erfolg haben. Möchten Sie, möchten Sie. Ja, denn der Dezernent. Ja, aber was ist mit dem, ne? Bin ich. Ja, der. Oh. Nein, mir bleibt doch nichts der Spaß. Sie sehen, Herr Schwalbe, es ist das Beste. Sie nehmen die Sache nicht so tragisch. Und ich glaube, wir werden noch gute Freunde werden. Packen Sie mich nicht an mit Ihren sündigen Fingern. Dann werde ich jetzt mal meine Koffer herbeischaffen lassen. Koffer, Koffer. Hat der zwei Persilkartons, sagt der Koffer zu. Und Sie könnten mir in der Zwischenzeit ja. Ein großes und geräumiges Zimmer das herrichten. Das schönste Zimmer im Haus ist für Sie. Ja, ja. Mit Bad, Balkon, Morgensonne. Oh ja, wunderbar, mit fließendem Wasser. Oh ja, bitte. Ah ja, schön. Sie kriegen das Dachzimmer, ich lasse die Dachpfannen abmontieren. Dann haben Sie fließend Wasser, die Wände runter. Ja, an die Fenster kommen Gitter. Wenn die Leute vorbeigehen und gucken nach oben, haben sie das Gefühl, sie sind im zoologischen Garten. Ja, wie sie meinen. Ich hab alles gehört. Das ist ja ein herrliches Durcheinander. Das kann man wohl sagen. Ja, wo ist denn Gerhard? Der zittert im Garten. Oh, ja. Gerhard! Was müssen wir denn jetzt tun? Ja, ich weiß noch nicht. Wir sollten erst noch mal in aller Ruhe überlegen. Was gibt es Neues? Er tobt und besteht darauf, dass du die kleine Ellermann heiratest. Aber ich werde ihm so lange einheizen, bis er nachgibt. Nein, wir tun nur das nicht. Nein, davon wird er nur noch rabiater. Ich kenne ihn. Im Grunde ist er ein herzensguter Mensch, aber man muss ihn zu nehmen wissen. Na, dann lasst mich nur machen. Bei mir ist er so sanft wie ein Täubchen. Ich schwör's euch, der frisst mir aus der Hand. Ich werde ihn einfach an seinem guten Herzen packen. Wenn es sein muss, an seinem Vaterherzen. Vater, das ist doch nie Vater gewesen. Wer weiß? Du hast mir doch eben so eine nette Geschichte erzählt. Von deinem Onkel im Fahrstuhl. Onkel? Fahrstuhl? Begreife nicht. Ja, aber ich begreife.
Sie scheinen ja eine gefährliche Hexe zu sein. Das ist der Anfang. Oh, was? Oh, ich glaube, der Onkel kommt. Der Ach, was du hast. Doch, der Onkel kommt. Jetzt werde ich das Schwälbchen rufen. Ja. Kommen Sie mal ins Eckerzimmer hier, oder? Ja. Nee, hier mit Ihnen zu tun. Hier. Ja. Salon, hören Sie mal. Ja. Gehen Sie mal mit Speicher auf, ja? Ja. Tun Sie mal das Dachzimmer herrichten. Jawohl. Vielleicht machen Sie es ein bisschen gemütlich. Tun die Teppiche raus, Gardinen runter. Das Bett schlagen wir ab, die Matratze legen wir auf die Erde. Möbel raus, können ja ein paar Kisten reinsetzen. Zum ja. Sitzen. Herr Schwalbe, Zimmer aus? Nein, ich habe das Zimmer vermietet. Ja, aber an wen denn? Dr. Helmich sieht ein. Ach, der Arme. Ja, nein, das wird schon sehr gemütlich für ihn werden, ja. Versuchen Sie mal, dass es geht, dass er die erste Nacht nicht überlebt. Die sind im Kakerlaken, Wanzen oder Flöhe ins Bett. Am besten wäre, sehen Sie mal zu, ob Sie keinen Skorpion kriegen. Ja? Hat aber auch keinen Zweck. Wenn der Skorpion an dem frisst, stirbt das Tier. Hallo, was heißt hier Hallo? Hallo. 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 Ja. Hallo. Ich bin's, Stellig. Hallo, hallo, ja. Die Sonne geht auf, die Sonne. Mein Gott, ist das schön, dass Sie da sind. Ich freue mich. Fühlen Sie sich wohl? Ja, danke. Sind wir nett? Ganz wunderbar. Irgendeinen Wunsch? Ja, alles nein, klar. Danke. Bitte nehmen Sie Platz. Ach, jetzt, dass Sie da sind, weiß ich wenigstens, dass ich mich nicht zu giften brauche. Was? Wer hat Sie vergiftet? Nicht vergiften, giften. Wenn man einen wütend Mann sagt, der macht mich giftig. Ja. Ja, ja, es war furchtbar. Ja, vor allen Dingen war die erste Geschichte mit der Dienerschaft, mit der Anna und der Karl. Das ist ein freches Pack. Die waren so gemeint. Ich hab's rausgeworfen. Richtig. Ja, ja. Und da war noch so ein junger Doktor da, Dr. Helwig. Der war ja penetrant. Ein widerlicher Kerl. Hab ich auch rausgeschmissen. Auch richtig. Der ist aber leider wiedergekommen, ja, ja. Das ist gar nicht gut, hm? Wäre alles zu verkraften. Das Schlimmste bei mir war die Geschichte mit meinem Neffen Gerhard. Was? Sie haben einen Neffen? Ja, habe ich einen Neffen. Und so ein lieber Junge. Ja, das ist ein lieber Junge. Wieso? Ja, Sie haben gerade selber gesagt, das lieber Junge. Ja, ihr lieber Junge. Ja, so wird der plötzlich renitent, geht hinter meinem Rücken hin und verlobt sich. Na ja. Und verlobt sich! Na ja. Aber liebes Fräulein, ich bitte Sie, was glauben Sie mit wem? Nehme ich an, mit einem Mädel. Na sicher nicht, ich bin im Lokomotivführer, da weiß ich auch. Aber ist was für ein Mädel? Ein Mädel? Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich schäme es, mich zu sagen. Das, ach Gott, mit einer Geigerin. Das ist doch schön. Haben Sie mich nicht verstanden? Ja. Ich habe gesagt, eine Geigerin. Geiger. Ja. So ein Harfelischen, so ein. Ah, was? Ein Harfelischen, so. Das Harfelischen kriegst du wieder. So. Das ist eine versoffene Musikerin. Irgendwo in der Bierbar spielt sie Geige mit ein paar anderen und wenn es abends spät wird, da fängt sie an zu singen. Da singt sie italienisch, singt sie das Hundelied, italienische Hundelied. Was für ein Lied? Italienisches Hundelied. Kennen Sie nicht? Mm-mm. Ein tolles Lied. Ja. Belma, 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 Marie. Schauen Sie sich das Mädchen doch erst einmal an. Nein. Vielleicht gefällt Ihnen ganz gut. Nein, die gefällt mir nicht. Die schaue ich überhaupt nicht mehr mit keinem Auge. Und ich will ja nicht, dass sie mir gefällt. Die darf mir nicht gefallen. Ich will, dass der Junge die Tochter von meinem Kompagnon Ellemann heiratet und die Fabrik übernimmt. Wenn ich selber eine Tochter hätte, müsste er die übernehmen. Mr. Boss? Nein, Verzeihung. Natürlich heiraten, ja. Na, dann ist es zu schade, dass Sie nicht haben eigene Tochter. Ja, das sage ich jetzt auch, das ja. Ist sehr schade. Das kann man leider nicht mehr ändern. Fräulein Etelka Körig, bitte Entschuldigung, ich kann den Namen nicht aussprechen. Was? Dann sagen Sie doch ganz einfach Etelka zu mir. Darf ich? Ja. Etelka, ja. Etelka, Etelka, schön Etelka. Ja. Wenn ich Etelka sagen darf, wie sagen Sie denn zu mir? Zu Ihnen? Ja. Zu Ihnen werde ich sagen,
Batschi. Batschi. Batschi, mein Gott. Wie das klingt. Batschi. Zwei Backen voll Batschi. Batschi! Ja. Was heißt denn Batschi auf Deutsch? Auf Deutsch? Auf Deutsch. Ja. Auf Deutsch sagt man? Ja, ja. Onkel. Oh, bloß Onkel. Naja, für den Anfang genüge du mal, ne? Sie sind aber dann ganz ein schlimmer Batschi, ne? Sie scheinen mir eine verfluchte kleine Hexe zu sein. Ich könnte sie kriegen. Bitte entschuldigen Sie, aber erzählen Sie doch mal was von sich. Ja, wie kommt das, dass Sie eine junge Dame wie Sie so allein in der Welt rumläuft? Was ist denn Ihr Vater? Weiß ich nicht. Weiß ich gar nicht, ob ich jemals gehabt habe, Vater. Na, hören Sie mal. Ohne den Jüngerer ja. Na also. Hat er sich denn nicht um Sie gekümmert? Nein, nie. Ja, so eine fiese Mupp. Das ist ja wohl nicht wahr, gell? Ja. Erzählen Sie doch weiter. Ach, traue ich mich nicht. Warum denn nicht? Ist mir alles zu peinlich. Aber bitte, schütten Sie doch Ihr Herzchen aus. Wozu bin ich denn die Jute, die Liebe der Batschari, hä? Erzählen Sie was von Ihrer Mama. Ja, von meiner Mamuschka. Von der Mamuschka, ja. Also meine Mamuschka war eine Schobolani. Oh, eine Schobolani ist toll. Hm? Alte ungarische Art, das kann ich mir denken. Nein, leider nicht ganz. Wieso? Sagt man auf Deutsch, sagt man Stubanmädel. Nein. Ja. Donnerwetter, das hätte ich bei Ihrem Aussehen aber gar nicht für möglich gehalten. Aber, ja, natürlich. Da war der Vater natürlich ein feiner Kavalier, hä? Hab ich doch schon gesagt, weiß ich nicht, hab ich niemals gesehen. Hier hat Ihre Van Schlufka nie was von dem erzählt? Und die weiß auch nicht, hat ihn auch nie gesehen. Na, hör mal. Was natürlich. Nein, ist doch Unsinn, ja, ne? Aber nur ein einziges Mal. Na also. Ja. Und da war Nacht und ganz dunkel. Ja. Mhm. Warum lachen Sie? Das war gerade so komisch. Ja. Eine andere Frage, wo hat sie den denn kennengelernt, hä? Was? In Fahrstuhl. In Verdschmöl! Fahrstuhl! Ja. Nein! Das ist doch nicht möglich! Ja, doch. Das ist doch nicht möglich. Wo war das? Oh, das war in Berlin, in Hotel Metropol. Wie alt sind Sie? Ich bin 25. Stimmt. Ja, aber warum doch? Nicht, ja, es ist wahr. Batschi, stellen Sie vor, ja. Die beiden in Fahrstuhl. Ja. Fahren nach oben. Natürlich, ja. Plötzlich gibt ein Ruck. Ja. Fahrstuhl geht stehen. Ja. Licht geht aus. Ja. Die beiden sind eng geschlossen die ganze Nacht allein. Ja, und da und da? Na, Wetter brauche ich nicht erzählen. Hm? Aber nein, ich weiß doch Bescheid. Wie? Ja, ich meine, ich kann mir doch denken, was da passiert ist, um Gottes Willen. Und sehen Sie, Batschi. Seit dieser Nacht, der hat sich nie wieder um mich gekümmert. Nicht um mich, nicht um uns und nicht um meine arme Mamuschka. Ja, ich habe einen Wut, fiese Möb. Nein, dürfen Sie nicht sagen. Sie haben eben selber gesagt. Ja, da habe ich noch nicht gekannt. Da habe ich die Geschichte noch nicht gekannt. Oh Gott. Und sehen Sie, Batschi, ich glaube, dieser Mann hat gar keine Ahnung, dass er überhaupt Tochter hat. Nein, ich hatte doch keine Ahnung, woher so... Ich hab doch keine Ahnung, dass der Mann, so ein Mann keine Ahnung gehabt hat. Schauen Sie mal, Fräulein, da ist aber etwas. Da stimmt doch irgendetwas nicht an Ihrer Erzählung. Wie kommt denn das Telka Kürke hat sie heißen? Ach du meine Güte, das habe ich ja völlig vergessen. Was war denn das? Lieber Batschi, wollte ich sagen, habe ich vergessen zu erzählen. Ja. Mach ich morgen. Nein, Ja, Batschi. Ich muss alles erfahren. Ja, Batschi. Ich muss alles erfahren. Gleich. Nein, gleich, jetzt sofort. Was sag ich dann jetzt? Bitte. Gleich. Ja, bitte. Gleich noch meiner Gabur. Ja, was war da? Da war ich. Ja. Ein ganz kleiner Kind. Ist doch immer so. Nein, bei mir war anders. Ja, gleich nach meiner Geburt, meine Mutter hat mich genommen und, Weggeschmissen? Weggeschmissen. Was? Ah, verstoßen, ja. Verstoßen? Gesetz vor Tiere. Vor die Türe gesetzt und verstoßen? Ja. Die Mutter? Ja. Die Schokolani? Ja. Oh, das darf ja nicht wahr sein. Und dann sind Zigeuner gekommen. Zigeuner? Und haben, Geklaut. Geklaut. Gemobst. Gemobst. Ja. Haben mich ganz weit verschleppt in Pusta. Nach Ungarn? Ja. In die Pusta? Ja. Gott,
und haben mich verkauft am Zirkus. An einen Zirkus? Mein Gott, der Roncalli macht aber Sachen. Mein lieber Bob. Ja, ja. Wenn ich daran denke, wie ich hab hängen müssen, oben in Kuppel, mit Pferd. Im Zirkus? Ja. Oben? Und hab machen müssen, Salto Mortale mit Pferd. Nein, hör auf. Ich kann es nicht hören, das arme, arme Pferd. Dann, ich hab machen müssen mit Pferd, Sprung aus Kuppel in die Manege ins Spagat. Nein. So bin ich geworden, die Ungarin Etelka Körökeshasi. Das Pferd wurde ungarisch Gulasch. Ja. Aber Etelka, wo ist denn die Mamuschka, die Panschlufka? Da muss man doch mal anrufen, die muss doch kommen. Nein. Die muss doch helfen. Nein, will ich gar wo nicht. Wo ist die Mamuschka? Nein, interessiert mich nicht, will ich nicht wissen, wo ich es habe ich abgeschlossen. Batschi. Es war furchtbar, aber jetzt bin ich wieder ganz ruhig. Habe ich zu Ihnen so große Vertrauen, wie zu einem Vater. Das war die Stimme des Blutes. Batschi, werde ich jetzt gehen in mein Zimmer? Was? Ja. Werde ich jetzt gehen in mein Zimmer? Ja, geh in dein Zimmer. Und ein Viertelstündchen nachdenken. Ja, nimm ein halbes Stündchen, wir haben ja Zeit. Ja. Und mich auswählen über verlorene Jugend. Du darfst, du darfst. Leben Sie wohl. Leben Sie wohl. So, danke. Und ich habe es nicht gewusst. Das Schicksal hat ja grausam gespielt. Mein Gott, das Schicksal hätte mich doch aufklären können. Das macht doch sonst so viel. Das hätte mir doch helfen können. Das Kind, ich hätte ja das Kind mit großgezüppelt. Bollmann! Oh, das ist ja Schweine! Es ist was Furchtbares passiert. Ich habe Grausames erfahren. Ich habe was Grausames angerichtet. Ich will auch nicht mehr leben. Ich gehe jetzt weg aus dem Leben. Ich stürze mich vom höchsten Berg. Ich stürze mich vom Klettenberg. Herr Schwalbe, das lohnt sich doch ja nicht, der kleine Hubbel. Kriegen Sie nur noch Blödsche in den Kopf. Komm, dann habe ich eben zwei Blödsches, Junge. Nee, nun kommen Sie, jetzt sind Sie mal ganz gefasst. Ich bin gefasst. Bestimmt. Ja. Gut. Also, draußen ist ein junges Brautpaar. Was? Ja, die kommen vom Wohnungsamt und die sind hier zwangseingewiesen. Was? Ja. Herr Schwalbe! Nein! Um Gottes Willen! Wieder gefangen. Ja. Frau Bollmann, bringen Sie das Brautpaar irgendwo unter, in den Keller oder in den Speicher. Ich muss mich hier ein bisschen restaurieren. Ich komme direkt wieder. Herr Schwalbe, lässt bitten. Der Herr Schwalbe. Der ist auf seinem Zimmer. Verstehst du das? Nee. Haben Sie mir denn nicht gesagt, dass wir hier sind? Nee, die Freude habe ich mir für später aufgehoben. Aber ich kann ja mal gucken, ne? Ja. Herr Schwalbe! Ja, was ist denn? Das junge Brautpaar möchte Sie begrüßen. Ja, ich komme, ich komme. Komm mal her. Entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie nicht empfangen habe. Das Herr Schwalbe! Ihr seid das obdachlose Ehepaar.
Ihr wollt bei mir wohnen? Ja, wir sind so frei. Hier ist die Einweisung vom Wohnungsamt. Sakashima da. Los, Chere, Jerobo, eure Mansarde. Lieb schon, hast du das gehört? Arbeit? Ja, natürlich. Mansarde? Ja. Das sind ja die Zimmer für den Dienstboten. Na ja, ihr wollt doch bei mir wieder in den Dienst treten. Nee. Was? Ach, warte, wir denken ja nicht daran. Ach, guck an. Nee, wir haben uns auf unserer letzten Stelle so viel gespart. Ihr habt gespart. Ha? Gespart. Ich kann leben nur von Mangel an Beweisen. Wir halten noch ein paar Jährchen aus, das, ohne zu arbeiten. Das glaube ich, ja. Überhaupt, Herr Schwalbe, Sie verkennen ganz die Situation. Was heißt das? Ja, wir sind ein junges, obdachloses Ehepaar, welchem vom Wohnungsamt hier eine Wohnung zugewiesen worden so, ist. Ach so, ihr wollt bei mir nur eure Flitterwochen verbringen. Ja, und nicht zerknappt. Störe ich vielleicht, hä? Nö, für uns in der Luft. Liebchen, was meinst du denn? Sollen wir uns hier unten, da, der blaue Salon nehmen? Oh ja! Moment! Im blauen Salon, da? Ja. Das wäre ja neben meinem Schlafzimmer. Da werde ich ja wohl eine angenehme Nacht haben. Also, meine Herrschaft, mein Bedarf ist für heute gedeckt. Ich ziehe mir die Decke über den Kopf, damit ich nichts mehr höre. Dann habe ich Schluss. Gute Nacht! Angenehme Ruhe, Herr Schwalbe! Geht sie ja nichts an! Liebchen, hast du das gehört? Ja. Ach, nicht immer gratuliert hatte uns. Anna, Kind, da kannst du nichts dran machen. Plebs, pleb, plebs. Liebchen, was meinst du? Soll man aber den schwarzen Ferkel gehen? Die ganze Hochzeitsgesellschaft ist noch da. Komm. Das ist der Herr Schwalbe. Dach, Herr Schwalbe. Dach, Herr Schwalbe. Darf ich Ihnen meine Braut vorstellen? Anna? Ja, wir haben heute geheiratet. Herzlichen Glückwunsch. Danke sehr. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Danke sehr. Der wird sich gern Hand geben. Ja, ganz wie du meinst, Liebchen, ja. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich denke, der Onkel hat euch rausgeworfen. Sehr richtig. Aber wir haben eine Einweisung vom Wohnungsamt hier bekommen. Ach, das hat mein Sekretär großartig gemacht. So, bitte schön, gnädige Frau, da ist das Braut. Ah. Oh, nein, ihr hier. Ja, ja, der Mann. Ich wollte doch kommen. Oh, ich wollte ihn doch noch mal sehen. Ja, aber Mama, um Gottes Willen, verlieren Sie hier nicht vor den Leuten eine Kontenanz. Und die verliere ich ja gar nicht. Gestatten Sie, dass ich vorstelle, die Mutter der Braut, Fräulein Stöpchen. Ja. Fräulein Stöpchen. Fräulein Stöpchen. Sehr angenehm. Oh, Fräulein Stöpchen. Hallo. Hallo. Trinke mit, Johann. Dann gestatten Sie, dass ich das Glas auf das Wohl des Brautpaares erhebe. Es lebe. Hoch, hoch, hoch! Hoch sei sie leben, hoch sei sie leben! Drei Mal! Hoch, 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 hoch. Das geht mir schlecht. Was war das für eine Nacht? Das war ja schon wie drei Nächte. Nee, nee, ob das alles so richtig ist mit der Sufferei, ich weiß es nicht. Ich habe so einen Kopf, ich könnte mich hekratzen. Anna, mein Droppe. Oh. Wie das hier aussieht. Wenn der Schwalbe das sieht, da kriegt er so eine Hals. Also, nee, die Hannover auch hier haust hier, wie die Sandalen. Nee, das ist doch auch nicht nötig. Aber schön war es doch, aber schön war es doch. Und ich möchte es noch einmal erleben. Ja, was ist das dann? Da hängt ja der Hörer daneben. Ja, das geht doch nicht, da könnte einer anrufen. Hallo, ist da einer? Guten Morgen. Guten Morgen, sie ist da, habe ich nicht gesagt. Wer ist denn da? Hier ist Fräulein Stöppchen. Moin, Frau Stöppchen, hier ist die Frau Bollmann. Sie wünschen? Ich wollte gerne Herrn Schwalbe sprechen. Oh, das ist noch was früh, der schläft noch. Tun Sie später noch mal anrufen, ne? Sie, ich bin ja hier. Also sagen Sie mal, was fällt Ihnen denn ein, ein Stück Telefon auf die Schulter zu klopfen? Sie, ich bin ja auch hier. Hören Sie mal,
Sie sind falsch verbunden, Sie müssen nochmal anrufen. Ich bin Fräulein Stöppchen. Nein. Doch. Aber Sie waren doch gerade noch am Telefon. Ah, nein, ich war die ganze Zeit hier. Ja. Jetzt habe ich es. Sie sind doch das Fräulein Mutter. Genau. Sie waren doch gestern Abend auch ja, hier. Ja, natürlich. Ne? Ach, was war da denn Theater? Das ist der Schwalbein. Aber Sie müssen entschuldigen, ich muss aufräumen. Wenn er das sieht, kriegt er einen Anfall. Stände. Bin also die Erste. Ich wollte mich nur nach dem frisch gebackenen Pärchen erkundigen. Ach, das ist noch was früh. Die liegen noch in Morphiums Armen. Ach so. Ach, zu schön, so ein jung, verliebtes Paar. Ja. Ach ja, was ich Sie fragen wollte, sagen Sie mal, ist der Hausherr immer so böse? Also gestern habe ich gedacht, er wird uns auffressen, weil wir so ein Radau gemacht haben. Ach, hör Sie auf. Was versteht so eine eingefleischte Junggeselle schon von der richtigen Festivität? Warte! Oh nein, ich schläfte Güte. Kommen Sie schnell, verstecken Sie sich. Ja, wo denn? Hier im Action, da seht ihr sie mir. So ist gut. Guten Morgen, Herr Schwalbe. Ja, guten Morgen. Darf ich mich nach Ihrem werten Wohlbefinden erkundigen? Frechheit ist das. Nach meinem Wohlbefinden erkundige ich doch das noch, ja. Ach, Herr Schwalbe. Ihr habt einen Krach gemacht, ihr sollt euch was schämen. Mein Gott, nochmal, wie die Wahnsinnigen. Dass die da mitgemacht haben, kann ich gar nicht begreifen. Ach, Herr Schwalbe, das war doch schön. Ja, es war schön laut, sehr laut, ja. So eine Festivität hatten wir doch nicht alle Tage. Ja, es ist gut. Wissen Sie was? Ich bringe Ihnen jetzt das Frühstück. Nein, ja? Nein. Flasche Selterwasser bitte, ja? Selterwasser? Jawohl. Herr Schwalbe, haben Sie vielleicht heimlich auch gesoffen? Lassen Sie mal, Sie spinnen wohl, was? Selterwasser. Raus. Ist gut, das schlägt nieder. Danke, danke vielmals. Wenn ich Sie ansehe, dann bin ich niedergeschlagen genug. Ja, ja nun kommen Sie doch. Was soll ich denn? Ach, Sie doch nicht. Die doch. Ist da noch was? Guten Morgen, ach, Herr ja, Schwalbe. Guten Morgen, guten Morgen. Entschuldigen Sie bitte, dass ich einfach so in Ihr Haus ein. Nein, 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 kommen Sie, wollen sich gar nicht entschuldigen. Was meinen Sie, was hier seit gestern Fremdenverkehr herrscht hier? Ja? Das geht raus und rein und rein und raus, einer da und einer dort. Ich wohne da, wohnen Sie auch hier irgendwo? Ne? Nein, ich wohne nebenan. Nebenan, da habe ich aber kein Haus. Ich weiß nicht. Was wissen Sie nicht? Ich weiß es nicht. Ja, was denn? Aber ich habe Ihr Gesicht schon irgendwann einmal woanders gesehen. Nein, das ist gar nicht möglich. Ich trage es immer nach seinem Schild. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich habe Sie schon irgendwann mal gesehen. Gott, die spinnt ja wohl, die Frau. Oh Gott. Sagen Sie mal, Frau Wollmann, was Sie fragen wollte. Das Fräulein ist am Erkezimmer. Ist die schon auf? Ja, die sind alle her jetzt früh aufgestanden. Ja. Die sind im Garten, tanken. Was tankt die denn da? Sauerstoff. Sauerstoff? Mhm. Haben wir den noch im Garten? Ich glaube schon, wir haben doch 1920. Ah, ja, richtig, da gab es das noch, ja. Aber Herr Schwalbe, das junge Brautpaar, ne? Das liegt immer noch in Orpheums Armen. Ach, also. Oh, da könnt die eine Hälfte schon, wie der aussieht. Der kann sich einbilden, stehende Stiefel putzen. Wahnsinniger Hering. Guten Morgen, Herr Schwalbe. Guten Morgen, lieber Doktor. Morgen, guten Morgen. Morgen, Frau Lisa, morgen, Gerd. Was machst du denn für ein Gesicht? Na, wie stehen die Aktien? Schlecht, schlecht, schlecht. Stell dir vor, seit dem Onkel erzählt, sie wäre seine Tochter. Na und, war doch eine prima Idee von mir, oder nicht? Ausgezeichnet sogar. Und ist er drauf eingefallen? Und wie? Er hatte Tränen in den Augen und hat mich fest an sein Vaterherz gedrückt. Der alte Sünder. Auf so einen ausgefallenen Gedanken. Na, aber wieso denn? Hat er nicht gesagt, wenn er selber eine Tochter hätte, müsstest du die heiraten? Also bitte, jetzt kann er nicht mehr Nein sagen. Ja, aber das kommt doch irgendwann mal raus. Ja, irgendwann sicher.
Aber dann sind wir längstens Mann und Frau. Sehr richtig. Und jetzt sprich dich mit deinem Onkel aus, so von Mann zu Mann. Man muss das Eisen schmieden, solange es warm ist. Ganz richtig, man muss den Onkel schmieden, solange er warm ist. Ich kann doch unmöglich... Natürlich, Liebetchen, du kannst. Wenn es um unsere Liebe geht, dann musst du klug sein wie eine Schlange und mutig wie ein Tiger. Wenn du mich brauchst, ich bin in meinem Zimmer. Aber natürlich, Liebetchen, du kannst. Wenn es um unsere Liebe geht, musst du klug sein wie eine Schlange und mutig wie ein Tiger. Wenn du mich brauchst, ich bin im Garten. Ja, aber Hans. Ach, mein Gott, ihr könnt mich doch jetzt hier nicht so allein lassen. Was soll ich denn jetzt machen? Ich kann den Onkel doch nicht so belügen. So krumme Sachen mache ich nicht, das bringe ich nicht übers Herz. Ich sag dem Onkel jetzt ganz einfach die Wahrheit. Wer ist da? Ich bin's, Oheim. Dein Neffe. Bist du allein, hä? Allein wie eine Mutterseele. Der Dr. Hörl ist nicht da. Nein, der ist nicht da. Herr Hering. Guten Morgen, mein Junge. Guten Morgen, Onkel. Hast du geschlafen? Danke der Nachfrage, schlecht. Genau wie ich. Onkel, ich habe mit dir zu reden. Ich habe mit dir auch zu reden, jawohl. Gut. Onkel, du warst immer wie ein Vater zu mir. Sprich das Wort nicht aus. Und setz dich, lass mich zuerst mal reden. Gut. Mein lieber Junge, ich habe gestern von dir verlangt, du sollst die kleine Ellemann heiraten. Onkel, ich habe dir gesagt... Setz dich. Ich habe von dir verlangt, du sollst die kleine Ellemann heiraten. Onkel, ich habe dir gesagt... Setz dich. Ich habe von dir verlangt, du sollst die kleine Ellemann heiraten. Aber heute verstehe ich nicht mehr darauf. Nein? Nein. Ist ja wunderbar. Das mag sein, aber den Kontrapunkt kriegst du auch nicht. Warum denn nicht? Weil ich eine andere Frau für dich habe. Onkel, wenn du es durchaus nicht begreifen willst, dann erkläre ich dir noch einmal ganz deutlich. Du kannst mich enterben, du kannst mich verstoßen. Ich heirate niemand anderen als Fräulein Lisa Müller. Bist du fertig? Ja. Dann setz dich. Ja, ich habe eine andere Frau für dich und ich verlange von dir, dass du diese Frau einmal anschaust. Du brauchst sie nicht zu heiraten. Aber anschauen musst du sie, das verlange ich. Nur anschauen? Nur anschauen. Ohne Verpflichtung. Ohne Verpflichtung. Gut. Gut? Gut. Wenn der Onkel durchaus darauf besteht. Etelka, darf ich mal bitten? Ja. Guten Morgen, mein lieber Batschi. Freut mich, Sie zu sehen. Muss ich Ihnen noch danken für Ihre große Güte? Ja, habe ich so wunderbar geschlafen. Ja, sehr schön. Oh, bitteschön. Wer ist der junge Herr? Mein Gott, ist die frech. Gestatten, dass ich vorstelle, mein Neffe Gerhard, Freundin Etelka, Küttel Osterhasi. Sein sehr sympathischer junger Mensch. Gefällt er Ihnen? Ja. Er gefällt Ihnen ja. Bestimmt? Hm. Nein. Hm. Oh Gott. Und du, Gerhard, wie gefällt sie dir? Ja, ja. Ja? Wirklich? Durchaus. Und du wärst bereit? Unter gewissen mein Umständen. Mein Gott, das darf ja wohl nicht wahr sein, Kinder. Wie ihr mir entgegenkommt, ich bin paff. Die ganze Nacht bin ich im Bett ruhelos auf und ab spaziert. Wenn ich überlegt habe, wie ich es euch beibringe und nun kommt ihr mir liebevoll entgegen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber lieber Gerhard, eins muss ich dir sagen, was ich jetzt auch hören und sehen mag von deinem Onkel, bitte verzeih mir jetzt schon. Du wirst Grausames erfahren, ganz Grausames, aber bedenke eins, ich war auch mal jung. Herr Telka, Sie haben mir gestern eine Geschichte aus Ihrem Leben erzählt. Sie haben mir erzählt, dass Sie Ihr Dasein einem Fahrstuhl verdanken. Ja, ja, ja. Ich bitte Sie, Herr Telka, fassen Sie sich, dass Sie das ertragen können, was ich Ihnen jetzt sagen muss. Sind Sie gefasst? Ja. Sind Sie gefasst? Ja. Herr Telka! Der Fahrstuhl war ich! Oh, der Mann in dem Fahrstuhl war ich! Oh, Papa! Gerhard, wein doch nicht so. Wein doch nicht so. Wein doch nicht so. Ich weiß, ich tue dir Grausames an, aber bedenke, dein Onkel war auch mal jung. Und ich schwöre dir, ich tue es auch nie mehr wieder. Nein. Lieber Gerhard, ich weiß, dass ich dir Furchtbares antue, aber ihr seid doch noch meine Einzige. Du bist jetzt meine einzige Tochter. Du bist mein einziger Neffe. Jetzt, ist ja verkehrt rum, so, ja. Ihr seid meine Einzige, die ich habe. Und mein einziger Wunsch wäre,
dass ihr beide euren Lebensweg zusammen verknuddeln tätet. Ich meine, eine Frage, Töcke, würdest du ihn heiraten? Damit du siehst, dass du immer hast gehorsame Tochter, ja? Sag ich ja. Sag's ja! Oh Gott, schön. Und du, lieber Gerhard, was sagst ja, du? Damit du siehst, dass du einen gehorsamen Neffen hast. Was denn? Ich sage ja. Ja, ja. Oh Gott, mein lieber Junge, ich bin glücklich, Kinder. Ihr seid meine Einzigen, die ich habe. Und nun, den letzten Wunsch, nimmt euch die Hände so. Jetzt seid ihr verlobt und vereint. Ich sage nur eins, wachset und mehr sage ich nicht. Und nun, gebt euch ein Küsschen, bitte. Ihr seid doch verlobt. Ja. Nun los, und gebt euch ein Küsschen. Das ist, mein Gott. Wie die sich lieb haben. Nein, Anton, hast du das gut gemacht. Na, wie habe ich das gemacht? Mir fehlen die Worte. Ich habe ja, Frauen sind doch die besseren Diplomaten. Und so clever. Und so tüchtig. Und so raffiniert. Auch wenn es um unsere Liebe geht, da kenne ich nichts. Gratuliere. Ich sehe, es hat geklappt. Ja, der Onkel hat zwei Verlobte verlobt. War zu komisch. Das glaube ich gern, aber würdet ihr mir auch einen Gefallen tun und würdet mich hier allein lassen? Es kann jeden Moment Fräulein Ellermann kommen. Na gut, dafür haben wir Verständnis. Wir drücken Ihnen ja die Däumchen. Viel Glück. Sie. Da kommen Sie ja endlich. Ich warte schon eine ganze Ewigkeit auf Sie. Glauben Sie wirklich, dass ich Ihretwegen hergekommen bin? Ich bin richtig böse auf Sie. Auf mich? Aber was habe ich denn verbrochen? Verbrochen nichts, aber haben Sie denn vergessen, dass Sie mich gestern an dieser Stelle geküsst haben? Nein, es war an der Stelle. Außerdem, was ist schon dabei? Es weiß doch niemand. Doch, mein Papa. Also ich habe es ihm nicht erzählt. Aber ich und meine Freundin wissen es auch. Wenn Sie so indiskret sind. Und nun ist alles vorbei, weil Sie so ein Schürzenjäger sind. Wer behauptet das denn? Mein Papa, er sagt sich da in allen Mädchen nach. Allen Mädchen ist nicht wahr, nur den Hübschen. Und bei der Hübschesten von allen habe ich nun endgültig mein Herz verloren. Wie viel mögen Sie das schon gesagt haben? Und nun ist es besser, wir sehen uns nie, nie wieder. Schade, und gerade heute wollte ich Ihrem Vater noch einen Besuch abstatten. Besuch? Naja, es handelt sich um eine Wohnungsfrage. Wir haben keinen Platz, da kommen Sie umsonst. Nein, ich komme privat. Privat? Es handelt sich mehr um ein Kämmerlein. Kämmerlein? Das Kämmerlein in Ihrem Herzen. Ist das wahr? Ja, und ich würde sagen, den Mietvertrag schließen wir am besten auf dem Standesamt. Hans! Und jetzt lass uns zu deinem Vater gehen und uns seinen Segen abholen. Ja, den habe ich schon mitgebracht. Mädchen, komm mal her. Möchtest du mich nicht endlich mit dem Herrn bekannt machen? Doch, doch, Papa. Das ist Herr Doktor. Dr. Hans Helmich, entschuldigen Sie bitte, dass ich Ihnen noch keinen Besuch gemacht habe. Es ist mir doch sehr angenehm, meinen Schwiegersohn noch vor der Hochzeit kennenzulernen. Ich freue mich über Ihr Einverständnis, aber ist das nicht etwas leichtsinnig von Ihnen? Ich meine, Sie kennen mich ja gar nicht. Jetzt macht der Kerl mir auch noch Vorwürfe. Aber seien Sie beruhigt. Ich habe mich ausgiebig nach Ihnen erkundigt. Und ich muss schon sagen... Sie haben sich nach mir erkundigt? Was sagt Ihnen die Auskunft? Das Beste. Siehst du, Papa. Sie sagt von Ihnen, Sie hätten hervorragende kaufmännische Fähigkeiten. Sehr schmeichelhaft. Das war für mich natürlich sehr angenehm, denn ich möchte jetzt in den Ruhestand treten und da wäre es doch sehr schön, wenn mein Schwiegersohn mein Nachfolger würde. Aber darüber reden wir später. Verschwindet jetzt hier, ich kann euch nicht gebrauchen. Ich muss das alles erst meinem Freund Schwalbe erzählen. Entschuldigen Sie, Herr Ellemann, aber... Sagten Sie eben, Sie wollten Ihrem Freund Schwalbe erzählen, dass er und ich, dass wir jetzt Kompagnons werden? Das sagte ich, ja. Ich glaube, mit dieser Nachricht werden Sie ihm sicher eine große Freude machen. Das glaube ich auch. Wenn ich ihm nur schon alles beigebracht hätte. Ach, das ist der Matteste. Wenn ich ihm schon beigebracht hätte, dass aus der Hochzeit nichts wird. Ach! Morgen, Anton. Gut, dass du da bist. Ich habe dir was ganz Wichtiges zu sagen. Was? Du auch? Setz dich. Ja, mein lieber Junge, wir haben zu reden. Ja. Ja. Ah, Moment mal, wer von uns zwei der Ältere? Du, Anton. Also ist doch klar, dass du anfängst. Fang du an. Logisch. Hab ich mir gedacht. Ja. Ja, aber bevor ich anfange, ja? Da ist mir etwas unklar. Sag mal, wer von uns hatte eigentlich die Idee mit der Fabrik? Das war ich. Ja, dann fängst du an. Aha. Hab ich mir doch gewusst. Na gut, komm her, Junge. Wir hatten also ausgemacht, dass Lenchen und Gerhard
sollten ein Paar werden. Ja, das war so besprochen. Das weißt du noch? Ja. Nicht vergessen? Nein. Na ja, hab ich mir gedacht. Na ja, gut. Sieh mal, kauf einen Revolver und häng mich auf. Und einen Strick und schieß mich durch. Ich kann dir nicht helfen. Junge aus der Hochzeit kann nichts werden. Nein? Nein, ich kann nicht dafür. Sei mir nicht böse. Was ist denn? Wie mich das freut. Wieso? Charlenchen hat sich inzwischen mit einem anderen verlobt. Nein! Entschuldige. Wie mich das freut. Mein Gerhard hat sich auch mit einer anderen verlobt. Ah, ich weiß. Was denn? Mit der Geigerin. Bist du nicht so blöd? Quatsch. Geigerin. Nein! Gerhard heiratet meine Tochter. Wie bitte? Er heiratet meine Tochter. Deine Tochter? Ja. Du hast ja gar keine Tochter. Doch, doch, doch. Seit gestern habe ich eine. Seit gestern? Ja. Habe ich ja gar nicht gewusst. Ja, meinst du ich? Und wer ist die Mutter? Was? Wer ist die Mutter? Haben wir nicht. Habt ihr nicht. Doch, natürlich schon. Ist zu lange her. Stell dir mal vor, ein Viereck hier, Carsten. Da ist die Mutter. Nein. Da war die Mutter drin. War die drin. Der Kasten schwebt, und ich auch. Ja. Der Kasten schwebt nach oben, zwischen 7 und 8. Vormittags. Nein, Stockwerk! Ein Ruck, ein Zuck. Ein Knall. Nein, hat nicht geknallt. Es wurde dunkel, es wurde düster, wurde noch düsterer. Und jetzt habe ich eine Tochter. Und jetzt hast du eine Tochter? Ja, ja. Ja, ja. Anton? Ja? Du warst doch gestern noch ganz gesund. Auch heute noch. Du musst dich schonen, hinlegen, wo? Ausruhen. Ach, hör doch auf. Du, sowas kann schlimmer werden. Ja, natürlich. Willst du nicht mal mit dem Doktor sprechen? Hör doch auf! Mit dem Doktor! Der Doktor hat mir die ganze Geschichte da eingebrockt. Welche Geschichte denn? Die Hochzeit bei mir. Was? Bei dir war noch? Ja, natürlich jubelt. Räumen. Das geliebte Brautpaar. Anna und Karl, meine Dienstboten. Anna und Karl in deinem Salon? Ja, ja. Was war das denn? Das war Frühlingserwachen. Mein Morgenrock. Oh. Ja, wo sind denn die Zigarren? Sind gerne drin? Nee. Schade, kann man kaufen. Pico. Am Bütchen nehmen, muss raus. Schön. Ah, da sind Sie ja, meine. Moin, Herr Ellermann. Moin, Karl. Ich habe gehört, Sie haben geheiratet. Gratuliere. Ja. Oh, danke schön, danke schön. Der Herr Schwalbe hat es ja bisher nicht für nötig gefunden, ne? Ja, was ist das denn? Was ist denn das? Ja, wo sind denn mein Schuh? Oh, ja, ach ja, da. Da? Ja. Komisch, wie kommt denn mein Schuh von da nach da? Das sind doch Wanderschuhe. Wanderschuhe. Ja, natürlich, hab ich mir ja auch gedacht. Die sind ja noch nicht mal geputzt. Eine Zucht ist das hier im Hause. Man merkt, dass ich nicht mehr da bin. Ja, das merkt man, es fehlt nichts mehr. Vollmann, Schuhe putzen. Immer der Eier mit dem Personal. Personal bin ich. Anna, Kind, huhu, bist du fertig? Dann komm doch raus. Darf nicht wahr sein. Sie ist ja so schön niedlich. Ja, du komm doch raus, du hab dich doch nicht zu. Das ist doch ja keiner hier, nur der Herr Ellermann. Ich seh dich ja nicht mehr. Ja, du komm doch schon noch raus, mein Liebchen, mein Engelchen, mein Häschen, mein Täubchen. Täubchen, sagt er für den Geierwalli. Ein Lama schämt sich. Ist das nicht was Leckeres? Ja. Weißt du was, Liebchen? Jetzt gehst du in die Küche. Und dann schlägst du mir ein paar Eier. In die Visage. In der Pfanne. Und die Pfanne ins Kreuz. Auf den Ofen. Mit der Visage. So. Weißt du was? Die Eier schön braten, ne? Spieleier, da tust du was Speck dabei, aber auch Großbraten, du weißt das. Das esse ich doch so gerne. Nun geh ich so los! So, und ich hol meine leckere Pulle aus dem Keller. Erlauben Sie doch! Bleib so ruhig sitzen. Stell mich doch hier im Hause aus. Hast du jetzt gesehen, wie diese Bande mich behandelt? Ich bin für die der letzte Dreck. Benehmen Sie sich hier wie die Berserker, wie die Buttekuten. Rauche meine Zigarren, trinke meine Cognac, mache mir die Wohnung zur Sau. Macht es, jetzt ist Schluss.
Ab morgen komme ich wieder in die Fabrik. Anton, das ist vernünftig von dir. Na also, die Fabrik ist gegen dieses Haus der reinste Kindergarten. Du sagst es, und ein kräftiger Mann wie du gehört an die Arbeit. Kannst du schon verlassen. Und ich kann mich jetzt getrost zur Ruhe setzen, ja, wenn wir beiden die Fabrik weiterführen. Ja, ja, wer? Hallo, Moment mal, wer jetzt bei mir? Ja, du und mein Schwiegersohn. Ach ja, neue Situation. Ja. Oh, du hast ja einen Schwiegersohn. Der ist ein netter Kerl. Ah, ist ein sehr netter Kerl. Gefällt er dir? Ja, mir gefällt er sehr gut. Dir wird er auch gefallen. Nein, im Moment bleib hier. Das ist ja toll. Kenn ich ihn denn überhaupt? Ja, du kennst ihn. Ach, das ist ja wunderbar. Ja. Wie heißt er denn? Dr. Hellwig. Nein! Schon wieder diese Dame. Mir bleibt doch nichts erspart. Schwalbe? Du lieber Gott, kommt sie auch noch. Entschuldigen Sie bitte, ich einfach so zu Ihnen komme. Gar nicht so schlimm, nein. Ich weiß nicht. Was ist denn? Sie haben mit jemandem Ähnlichkeit, ich weiß nur nicht mit wem. Aber wie ein Zwilling. Nein, ist gar nicht möglich, denn ich bin ein Illing. Aber Sie sind mir ganz bestimmt schon irgendwann einmal untergekommen. Ja, vielleicht am Bahnhof. Nehmen Sie doch Platz. Ach, danke schön, das vielleicht ist ja freundlich. Kann ich Ihnen helfen mit irgendwas? Ja, ich besuche hier meine Tochter. Ihre Tochter, wieso denn? Ja, die wohnt ja hier. Ihre Tochter wohnt bei mir hier? Ja, natürlich. Nein. Ja, hier. Seit wann denn? Nicht, dass Sie hier wurde. Dieses schöne, große Haus. Und Sie waren mir auch gleich so sympathisch. Wenn ich nur wüsste, wo ich Sie hinstecken soll. Warum starren Sie mich denn so an? Nein, ich starre ja gar nicht. Ich muss hier nun irgendwo hin. Ja. Aber bitte erzählen Sie uns. Ach so, ja. Also ich bin ja so glücklich, dass sie hier so gut aufgenommen wurde. Aber sie hat es ja auch verdient bei der traurigen Jugend, die sie gehabt hat. Ja, bei fremden Menschen aufgewachsen. Den Vater nie gekannt. Der Schuft. Ha, der hat sich ja nie wieder blicken lassen. Wir haben ihn gesucht wie eine Stecknadel. Aber nichts zerplatzt. Naja, und bei mir konnte sie ja nicht bleiben. Bei meinem Beruf. Was hatten Sie für einen Beruf? Ich war Stubenmädchen im Hotel Metropole. Ja! Sie ist es! Das Mädchen aus dem Fahrstuhl! Ja! Es ist mein Gott! Dass ich Sie noch mal wiedersehen darf. Ja. So eine Freude! Freuen Sie sich auch? Mein Gott, was bist du groß geworden? Nach all den Jahren, haben Sie mich denn gar nicht ein bisschen wieder erkannt? Ach, nach 25 Jahren, um Gottes Willen, damals war es dunkel, wir haben uns ja kaum gesehen. Ja, aber was sagen Sie jetzt zu unserer Tochter? Ja, ist das nicht ein Prachtmädchen geworden? Das ist ein tolles Mädchen geworden. Ja, ich habe auch alles für Sie getan. Was haben Sie? Ich habe alles für Sie getan. Sie haben für das Mädchen? Ja, natürlich. Nur reden Sie doch keine Makulatur. Was heißt Makulatur? Das ist doch Quatsch, was Sie reden. Wieso ist das Quatsch? Wenn ich vor 25 Jahren nichts gewusst habe, aber die letzten 12 Stunden haben mich vollkommen aufgeklärt. Sie haben für das Mädchen nichts getan. Also bitte, im Gegenteil, Sie haben es nach der Geburt verstoßen und vor die Tür gesetzt. Vor die Tür? Ja, da sind die Zigeuner gekommen und haben es geklaut. Die Zigeuner? Und sind damit in die Puster gesteppt. Gesteppt? Ja, ein Glück, dass der Zirkus Roncalli da unten war, der das Kind abgekauft hat. Aber wenn ich daran denke, dass das arme Kind hat hängen müssen, jeden Abend in der Kuppel vom Zirkus mit dem Pferd Salto Mortale gemacht, dann mit dem Pferd in die Menage. Mir bleibt der Verstand stehen. Ja, der hätte uns damals stehen bleiben sollen, das wäre besser gewesen. Wir wollen nur sehen, es wieder gut zu machen. Wir haben keinen Grund, uns gegenseitig Vorwürfe zu machen. Na komm, was hier was noch gut machen kann. Also jetzt, das ist ja wirklich, der spinnt. Jessica, darf ich mal bitten? Ja, Papa. Komm her. Was gibt's? Guten Tag, guten Tag. Mein Gott. Wie fremd Sie sich sind. Darf ich es wahr sein? Scheißlich. Gib mir deine Hand. Ja. Gib deine Flosse. Komm her! Ja. Und nun, bitte, versöhnt euch wieder. Ja, bitte. Oh, bitte schön, wer ist die Dame? Ich höre die Dame. Entschuldige, ich habe vergessen zu sagen, wenn es auch Jahre her ist, was auch geschehen ist, was auch passiert, was
du musst dir verzeihen. Ja. Es ist deine Mutter. Was wär's das? Was? Wer ist das? Ist deine Mutter, mein Jott, Kind. Jetzt fliegt der Schwindel auf. Jetzt platzt mir aber die Geduld. Was ist denn los? Jetzt hören Sie mir mal zu. Was ist denn passiert? Meine Tochter war nie in einem Zirkus. Was? Meine Tochter hat nie in einer Kuppel gehangen. Meine Tochter hat nie auf einem Pferd Salto Mortadella gemacht. Meine Tochter ist ein anständiges Mädchen und das hat sie von mir so. Jetzt hol ich sie und dann hol ich sie denn hin? Meine Tochter holen. Da ist sie doch. Ach Quatsch, du Doofkopf! Ja, es ist ja nicht gegangen. Verzeih ihr, bitte. Darf's nicht besser sein? Ja, warum? Hab ich ihn doch schon so lange so lieb und ja, er hat mich auch schon so lange so lieb und da hab ich sie ein bisschen auf unjährig angeschwindelt. Angeschwindelt? Nein, 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 nein! Dann sind Sie ja gar nicht meine Tochter. Aber ich möchte Sie ja werden. Dann sind Sie ja... Die Geigerin. Der Doktor, mein Liebling. Ja. Das habe ich Ihnen zu verdanken, ne? Ganz recht, Herr Kompagnon. Kompagnon, ich erwürge Sie. Halt, was willst du denn? Zieh die Bremse an! Lass mich in Ruhe, Kinder. Wo ist denn jetzt meine Tochter? Papa!